Da ist es. Geil. Kündigungsbestätigung kam mit der Post. Geil. Was ist los, Sherry? Ich war gerade offline, ja. Ich reg mich darüber gar nicht mehr auf. Das ist Twitch. Da kann ich nichts gegen machen. Ich habe schon überlegt, von der Bitrate ein bisschen runterzugehen, weil Twitch hat sich leider da etwas. Und schmeißt dich ganz gerne mal raus. Aber ich hatte es ja auch bei der 6000, das ist ja ständig passiert. Also bei mir geht alles. Ich will mich darüber nicht einfach auch noch aufregen. Bringt ja nichts. Kannst du eh nichts gehen machen. Wenn Twitch nicht aus seinem Internetmittelalter rauskommt. Dass man hier einfach mal mit 15.000er Bitrate streamen kann. Sollen sie mich am Arsch lecken. Wenn sie denn unbedingt hier auf Mittelalter machen wollen. Das ist mir zu blöd, mich darüber aufzuregen. Wie gesagt, das liegt halt an Twitch. Wenn deine Bitraten zu hoch werden, schmeißen sie dich raus. Aus dem System quasi. Weil es nicht erlaubt ist. Wobei ich mir denke, seid ihr dumm? Je höher die Qualität, desto besser ist es doch für den Streamer. Alter, wenn ich hier eine 15.000er Bitrate einstellen kann, dann würde das richtig, richtig geil laufen. Wir hätten selbst bei 60 FPS keine Pixel, ihr Witter. Aber nee, es ist von Twitch ja nicht gewollt. Leider. Wie gesagt, wer das Internet hat, sollte auch die Berechtigung haben, zu machen, was er will. Weil wie gesagt, je geiler das Spiel aussieht, das finden ja die Leute auch geil, oder? Du willst ja keinen Pixel-Stream gucken, dann kann ich für euch auch in 540p streamen. Herzlichen Glückwunsch. Oder einfach gar nicht siehst. Idioten. Naja, sollen sie machen. Ich bleib bei meinen 8000. Ist mir egal. Mach hier, was ich will. So, wir haben das Dockabteil. Also das wäre auf jeden Fall ein Abteil, das würde ich noch gern ranbauen. Zwecks, dann können wir nämlich den Krebs immer mitnehmen. Mega. Och, hier ist schon wieder ein Alien-Dingens. Ach, Kauzbär, du wolltest eigentlich ganz andere Dinge tun. Aber hier ist jetzt schon wieder da so ein Alien-Ding-Teil. Was soll ich denn jetzt machen? Problem ist, der hat mich jetzt, oder? Weil... Nee. Ach komm, mach doch so, wie es soll's. Zugkraftmodul. Hatten wir das schon? Kobold. Nein! Oh nein! Nein! Och, das solltest du nicht tun. Du Stück kaufen, ey. Mann. Oh, Glück, ey. Oder? Da ist doch hier. Seht ihr hier? Guck mal. Da ist doch hier schon wieder was von der Aliense. Aber wahrscheinlich muss ich weiter nach unten, oder? Ja, weiter nach unten. Alles klar. Salz. Oha. Oha, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Ach du Gott. Da waren wir doch schon, oder? Das kenne ich doch. Hier waren wir doch schon. Well, yes. If you continue searching,
Weil das ist doch die eine Stelle gewesen, wo wir ihn her haben, oder? Also ich kann mich entsinnen, dass er hier drin schon war. Ja, guck mal, hier ist auch alles gescannt schon. Was war denn hier drin gewesen? Ach, hier haben wir unseren ersten Ionenwürfel gefunden, genau. Genau. Kann mich entsinnen. Kann mich entsinnen. Ach. Warte, nu. How do your people communicate if you are not networked? What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine 1,000 strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Okay, das ist interessant. Wie das aufgebaut Pudding! Ist. Ich denke, du wirst bestimmt Besuch kriegen, Vivi. Du wirst da bestimmt nicht alleine hocken. Wir sitzen ja nachher sowieso im DC quasi. Also ich noch nicht, weil ich bin ja noch am Streamen. Aber ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Geht's hier irgendwie wieder nach oben? Yes. So, Chat. Wie gesagt, mein Plan ist es ja. Ihr seht ja, dass ich für alle diese Fasern brauche. Ich suche immer noch den Pilz. Bin gespannt, ob ich ihn eines Tages finden werde. Upsi. Entschuldigung. Schon wieder irgendwen angefahren. Ganz schön viel Verkehr hier heute wieder. Warte mal, wo ist denn Position Delta? Da ist Station Delta. Aber seitdem ich jetzt die... Da ist Omega. Omega ist rechts. Genau. Das ist ja auch Quatsch. Omega ist eigentlich im links. Dann müsste die ja im Osten sein, die andere Basis. Die Vieh. Wild. Frage ist halt, ist die jetzt über Wasser oder unter Wasser? Ja, hier Ruhe. Aber ist bald schon wieder so weit, Chat, dass wir wieder zurück müssen, ne? Schade. Ist gerade interessant, interessant, interessant. Ja, bitte speichern Sie schneller, danke. An active volcano detected nearby. Hallo? Wirklich? Gehen Sie weg. Erloschener Vulkan. Klingt interessant. Da ist schon wieder ein Loch, Chat. Da ist wirklich schon wieder ein Loch. Oh, ich glaube, das wird nicht reichen. Da werden meine 6,50 nicht reichen. It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger. Ich hoffe dafür euch, dass der erloschen ist, wirklich. I hope you will continue to search for more of these. Was habe ich denn jetzt? Kauzi. Ja, nehmen wir mit. Bodenprobensammler. New technology acquired. Bandenkiste.
Dieses fremde Artefakt scheint ein programmierbarer Roboter zu sein, der Boden- und Gesteinsproben sammelt und analysiert. Scans zeigen das Vorhandensein von Geräten an, die den von Menschen gebauten Lasern und spektrographischen Analysegeräten sehr ähnlich sind. Okay. Ui. Also man könnte da rein, aber ob ich das will. Ah, ist nur Diamant und Ruby, das interessiert uns nicht. Aber sonst wieder, sonst auch nichts Interessantes. Aber wild. Quantenkiste, was ist das denn jetzt eigentlich schon wieder? Oh, schon wieder so viele Baupläne, Chat. Guck mal, Quantenkiste. Genau, da ist das Zugkraftmodul. Das würde ich ja noch einbauen. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich. Da kannst du noch mehr transportieren. Bohrerarm und Wurfhakenarm. Da ist der Dockabteil. Ja, genau. Können wir den Krebs mitnehmen? Das bauen wir sowas von. Hammer. Richtig gut. Quantenkiste. Ein Lagerbehälter, der sich den Inhalt mit allen anderen Quantenkisten teilt. Ah, ist auch wild und geil. Das ist natürlich nice. So, erstmal. Ich bin fest. Hallo? Kannst du bitte? Danke. Ich würde hier gerne raus. Na, nur wieder aufpassen wegen dem Typen da draußen. Ich glaube, mein Hamster hat schlechte Laune. So ein Gesichtsausdruck, wie die gerade drauf hat, hat wohl jemand schlecht geschlafen. Sowas passiert auch mal, ne? Ja, da gefällt mir gar nicht, Chat. Null. Er snackt uns. Au. Vielen Dank. Das tat weh. Arschloch. Dabei habe ich ihm nicht mal was getan, Pixel. Ich finde, was eine Sache, Sie könnten bitte 6 Plätze machen. Danke. Warum kann ich nicht 6 oder 9 Plätze haben? Denn ich die Geräte hier austauschen. Nervig. Von meiner Katze. Blick kenne ich jeden Tag, wenn ich in meinen Spiegel gucke. Also, wenn ich gearbeitet habe den Tag vorher. Dann kriege ich mir auch schlechte Laune. Und dann sehe ich Akrasia und dann habe ich wieder gute Laune. Der war schon doll jetzt, ne? Der war jetzt schon doll, glaube ich. Was denn? Arschlag. Ah, Angelbert, genau das. Ich spreche nur Tatsachen aus. Auch. Würde ich jetzt nicht verneinen wollen. Da ist schon wieder so ein ekliger. Hau ab. Bitte gehen Sie mir nicht auf meine nicht vorhandenen Nüsse. Danke. Und wir müssen immer... Ich finde... Dieses Kackbrack, das zweite finde ich... Ja, machen wir gleich. Geht gleich los. Ich werde jetzt so langsam versuchen, in Richtung Basis zu kommen. Versuchen. Ob es erfolgreich sein wird, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Geh mir nie auf den Sack jetzt. Halt's Maul. Ohne Witz. Reicht.
Ja, 1500 Meter, Chat. Ist ein bisschen, ne? Margaret, Copper, Delta. Wie gesagt, es gab ja die Merkur 2, die hatten wir ja komplett jetzt schon kontrolliert. Und dann gibt es nämlich noch, dahinter gab es noch eine. Da ist noch was abgestürzt. Die würde ich halt gern finden. Aber das mag das Spiel anscheinend nicht so. Die werden wir wieder treffen, sag ich euch, wenn wir wieder so völlig random irgendwo rumschippern. Ja, ich krieg schon wieder Nagelbettentzündung. Danke dafür. Yippie. Toll. Jetzt müssen wir mal gucken. Das war die, wo wir waren, ne? Das ist Merkur 2 hier. Bist du Merkur 2? Ja, oder? K7, P1. Das ist jetzt gerade eine richtig gute Frage, aber ich glaube, das ist Merkur 2. Wie gesagt, das andere Schiff hat nämlich richtige Triebwerke gehabt. Schnauzen. Oh, Space. Star Space. Ich muss jetzt zur Base zurück. Ich muss ja auch die Bahn mal aufladen. Dann können wir das Modul mal bauen und. Wir schauen mal. Die Bert schreit mich schon wieder an. Shit. Genau, das war der Turm. Pudding! Müssen wir noch rum hier? Weil wir können ja jetzt auch den Parallelprozessor bauen. Den Parallelprozessor. Ah, er wird uns gleich anschreien. Ah, Glück. Oh, Entschuldigung, Fisch. Es tut mir leid. Also eigentlich nicht, aber. So. Jetzt mal wirklich Richtung Base. Ein bisschen was essen müssen wir. Trinken brauchen wir wieder. Module müssen wir bauen. Let's go. Na, Augen auf im Straßenverkehr, wie. Das gilt ja nicht nur für mich. Wenn die Fische auch mal ein bisschen kicken, wo sie lang schwimmen. So. Mal, da geht auch der Strang noch hoch. Da müssen wir nachher noch mal gucken, ob wir da noch was finden. Ja, deswegen bin ich ja gerade auf dem Weg zurück. Ist doch okay. Wir haben es doch verstanden. Chill doch. Reicht schon wieder, ne? Dann bauen wir noch das dritte Modul hinten ran. Können wir nämlich den Creeps mitnehmen. Da. So. Oh, immer so hell. Warte mal, wenn ich das Salz nicht rausnehme, dann kann er doch direkt Wasser machen, oder? Ah, Salz nicht rausnehmen, Kauzi. Salz nicht rausnehmen, Junge. Aha. Gute Idee. Salz nicht rausnehmen ist der Clou. So, mal schnell ein paar Fischis machen. Fischis. Ich will euch töten. So, Dinge und so. Hallo, Pingus. Da sind die Glubscherinos.
Hä? Schloch. Lass doch hier die armen Fische in Ruhe, hä? Was ist los mit dir hier? Zack. Zack. Denkst du, dein bisschen Schaden juckt mich, oder? Vital signs stabilizing. Aua. Kleine aggressive Pisser, ne? So. Haben wir das erstmal wieder? War doch top. War doch top. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist es ja hier, glaube ich, gewachsen, oder? Hm, das ist natürlich blöd bei diesen Geißeldingern. Bei den Geißeldingern bleibt das nicht im Beetkasten drin. Das ist halt kacke, sowas, ne? Wolltet essen. Danke. Okay, also bei den Geißeldingern bringt es das ja nicht. Wir brauchen halt Pflanzen, die ja auch immer wieder kommen, ne? Sonst ist das ja für ein Pobbes. Wartet mal, ich muss kurz zum Doc. Das war hier. Er müsste noch ausladen, shit. Nur Bahn noch leer machen. Die Bahn leer machen. Viel drinne. So, dann können wir den eben. Ich würde sagen, die Kerndinger stellen wir ja nicht her, oder? Für. So viel, wie man davon findet. Und hier noch der vierte Kernbrennstab drin. Ja. Zack. So, dann machen wir daraus direkt Titan. Alter, wir haben jetzt schon wieder so viel Scheiß freischaltet, ne? Die Schubtauchflasche Lassig. Da möchte ich eher auf Dingens gehen. Das war die Quantenkiste. Da sind die beiden Erweiterungen. Die pinnen wir uns direkt an. Die Frage ist beim Zugkraftmodul, dass du mehr ranmachen kannst? Oder dass ich dann effizienter ist? Bin ich mal gespannt. Der ist ja süß, der Parallelprozessor. Das machen wir auch noch ran. So, machen wir erstmal Schrott und ich werde gleich noch kurz auf Toilette gehen, shit, bevor wir weitermachen. Und zwar jetzt am besten. Hallo Tinkerbell Bert, ich bin gleich da. Ich muss nur ganz kurz pipi. Bin gleich zurück und hol mir noch einen Kaffee.
So, Chat, da bin ich. Ach. Danke fürs Kurzwarten. Hallo Tinkerbellbert, wie geht's dir? Was macht die Kunst? Ich hoffe, dir geht's gut und du hast ein schönes Silvester heute dann. Zu gegebener Zeit. Kabelsatz habe ich. Ich muss erstmal ablegen, Chat. Warte mal, ich wollte, dass du Titania noch fertig machen. Und willkommen zu Subnautica Below Zero. Wir sind fleißig. Nein. Mache heute nichts außer was essen und meinem Kater beruhigen. Auch ihr tut mir alle so leid. Also, naja. Ihr und eure Tiere. Ach, blöde Menschen. Weiß schon, warum ich sie hasse. Hat alles schon seine Gründe. Ich hoffe, der übersteht's gut. Tinkerbebert. Ich hoffe, der übersteht's gut. Ich habe aber selbst Angst, ja. Verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz. Ja, alles ein Quatsch, so ein Bullshit, ey. Oh, jetzt kommt das Problem, nämlich. Ich muss doch ein Fahrzeugding. Ich verstehe es nicht, Chat. Ich habe doch das Dock. Muss ich das hier reinbauen irgendwo? Weil ihr seht schon, ich kann hier nirgendwo was herstellen. Oder ich bin doch nicht blind oder was? Ich muss hier irgendwo noch diese Fahrzeugerweiterungskonsole reinbauen. Wartet mal kurz. Ich muss ja irgendwo die Module dafür herstellen. Ach, im Tauchdock. Warte, Chat. Kenne ich. Meine ist gerade noch gechillt. Will sie vereinzelt knallen? Was? Weil sie vereinzelt knallen, aber die Nacht verpisst sie sich unter das Bett. Wow. Nur wegen so geistig zurückgebliebenen Menschen. Super. Guck mal, Angelbert. Angelbert. Da ist Angelbert. Chat. Guckt. Da. Angelbert. Böllern an sich finde ich am Silvesterabend in Ordnung, aber nicht schon Tage vorher. Jedem das seine, aber ja. Ich würde es komplett verbieten. Punkt aus. Meine Meinung, natürlich. Wichtig, Chat, ihr wisst ja. Immer alles nur meine Meinung. So, dann kann das jetzt hier raus. Ich weiß noch nicht, Zugkraft, brauchen wir die? Macht das Sinn, das zu bauen? Das Problem ist, wenn du hier drauf gehst, siehst du halt nichts. Wo sind die Module? Da. Ja. Hier steht, was es macht, aber... Naja, wir gucken mal. Wir brauchen noch das Dock. Da ist das Dockabteil. Plastallbarren. 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben, Tinkerbell, wir haben den ersten Teil komplett durchgespielt. Haben, glaube ich, 25 Stunden für gebraucht. Und sind jetzt im zweiten Teil von Subnautica. Ist interessant, weil man die Story ein bisschen mehr mitkriegt und das Bausystem ist ein bisschen geiler. Sind also ganz wild drauf hier. I have been able to sense the location of an important artifact. I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Und er will schon Signal location uploaded to PDA.
So, drei Blei, platzhaltbaren, erweiterter Kabelsatz. Dazu brauchen wir einen Computerchip, Kupferdraht. Ich guck mal, was ich noch hab. Kupferdraht habe ich tatsächlich noch. Kabelsatz habe ich tatsächlich noch. So, Computerchip. Dann brauchen wir noch einen zweiten Kabelsatz, ne? Was war das andere? Ich glaube, ich hab alles. Wartet mal. Computerchip, ja. So, erweiterter Kabelsatz. So, gucken wir mal. Ja, er kennt das ja gar nicht. Er ist im Juli 2021 geboren. Letztes Jahr Silvester war noch Böllerverbot. Dieses Jahr, naja, sie knallen jetzt schon. Und zwischendurch erhielt er dann richtig Stress. Also ich habe Wunderkerzen. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das, was Tinkerbell schreibt. Ich bin auch für einfach komplett weg. Ist was anderes. Meine ist jetzt 8 und war eine Fundkatze. Die haben sie im Januar 2016 gefunden. Sprich, war wohl über Silvester draußen. Aber sie wurde schon ruhiger. Rennt nicht mehr sofort weg. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Was soll ich euch sagen? Ach, guckt mal. Für Benzol ist das. Für Benzol. Polyanilin ist Salzsäure. Dafür haben wir die Kühlenknospen. Wofür brauchte ich das Polyanilin? Da brauche ich Gold- und Tischkorallenprobe. Ich würde sagen, Chat, was cool wäre. Aber wenn der Krebs mit der Bahn dabei ist, dann brauchst du das Tauchdock fast gar nicht mehr. Sehr wild. Naja. Ich wollte Plastallbarren noch machen. Ich bin keck. Ja, wie gesagt, was soll ich jetzt sagen? Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Leute, die geben 4000 Euro für Knallzeug aus. Soll ich euch jetzt sagen? Und über die scheiß Doppelmoral der Menschen wollen wir gar nicht erst reden. Blablabla, bla bla, Inflation, alles so teuer, blablabla. Bla bla. Ja, siehst du, das, was ich gerade sagte. Wenn Menschen 4000 Euro für Knallzeug ausgeben. Ihr müsst euch einfach mal angucken, welche Menschen dort kaufen und so viel dafür ausgeben. Woher die kommen. Nicht woher die kommen. Was die sonst übers Jahr so quatschen. Da haben wir denn die Doppelmoral. Aber gut, das ist ja unsere Meinung. Wir wollen denen ja nicht unsere Meinung aufzwingen. Das Tiefenmodul Gold für den Parallelprozessor. Gold. Also manchmal spinnt das doch irgendwie hier, oder? Das doch gerade mitgenommen. Hat er echt vorgestern den Vater mit seiner Tochter auf dem Aldi-Parkplatz gesehen, wie er sie filmt? Wohl für Insta oder so ein Scheiß, wie die abdance und sich freut, nur weil der Wagen brechend voll mit Feuerwerk-Scheißdreck war. Ich finde ja auch für Kinder ein bisschen Feuerwerk ist ja auch legit, ja. Was hab ich das abgefeiert als Kind? Ja. Aber muss man so übertreiben? Ich mag dieses Übertreiben einfach nicht. Knallfrösche, ja. Und die Knallfrösche, die knallen ja auch nicht wirklich laut. Ne? Knallerbsen, auch richtig legit. Übel geil. Ich brauchte eigentlich nie richtig Böller. Der kleine Scheiß war sowieso immer der coolste. So, wir bauen das Dock. Bin mal gespannt, ob wir jetzt so ein Modul bauen müssen für die Zugkraft. Hui. So, dann nehmen wir das gleich raus. Den Parallelprozessor bauen wir auch gleich. Dann machen wir ein bisschen Story.
Und gerade mal gucken, wo ist meine Base da unten? So. Mal gucken, ob er gleich die Farbe übernimmt. Bin gespannt. Oh, Brummer. Bandet die Brummer, die so schreien? Wie hießen denn die Dinger, die so ein richtig eklig lautes Geräusch machen? Ah, nee, das war nicht die Brummer. Oh, wie heißen die Dinger denn? Oh, du kannst hier gar nicht einsteigen, oder? Doch, hier. Welcome aboard, Captain. Ach so, und jetzt kriege ich von hinten denn den Krebs ran, oder was? Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Ach, wie heißen die denn? Die sind auch cool, Tinkerbell. Wie sind die Schreier? Oh, wie hießen die Dinger denn? Die habe ich auf Häuser geschossen. Und die schreien dann immer so laut. Oh, die Dinger fand ich so cool. Die Mädels damals fanden das nicht so cool, tatsächlich. Upsi. Ich würde sagen, wir gehen den Parallelprozessor erstmal einbauen. Wo muss ich den herstellen? Hier, ne? Ja, so. Ja. Gehen wir mal ein bisschen Story machen hier. Ich weiß halt nicht, ob das Zugkraftmodul das alles noch ein bisschen verbessern würde. Wir gucken mal. Ich muss mal nachher gucken, wie das hieß. Ich glaube, die hießen Kreicher oder so. Das waren Geräusche. Alter Schwede. Ja, Chat. Ist ein bisschen lang, ne? So, jetzt probiere ich das mal. Muss mal gucken, wie wir da andocken. Wir schauen mal. Wir holen mal Angelbert. Oh, wir brauchen unbedingt das Effizienzmodul von dem Ding. Boah, ist das lang, das Ding. Ach du Scheiße, Chat. Was machen wir hier schon wieder? Was ist mit uns los? Lädt der auch denn hier? Doktes Fahrzeug ausklinken, aha. Ich habe keine Ahnung mehr, aber ja, die. Achso. That's what he said. Boah, jetzt brauchst. Ich glaube, wir sollten ein Zugkraftmodul mal drin machen. Guck mal, wie viel Power du jetzt schon brauchst. Aber wir haben jetzt immer den Krebs bei. Den wir gleich benutzen werden. Wartet mal ab. Basis Delta müssen wir. Genau. Das ist ja ein schön langsam, das Ding. Ja. Ich glaube, wir machen ein Zugkraftmodul noch hin. Vielleicht hilft es uns dabei, dass der besser zieht. Was sagt meine? Na, müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Hammer! Genau. Ach, ich wollte heute eigentlich Giveaways. Oh, wir wollten heute Giveaways machen, shit. Aber wir müssen da ja noch Giveaway machen. Oh, wo ist denn jetzt meine Basis hin? Da. Weil wir sind jetzt echt langsam. Wir müssen mal gucken, ob das Zugkraftmodul das ausgleichen kann. Weil wir wollten ja heute noch was verlosen. Ich muss mal gucken, ob ich da ein Verlosungsmodul finde. Weil es soll ja heute einen 20-Euro-Gutschein eurer Wahl geben. Da war ja noch was. Habe ich total vergessen, ne? Oh, ich hoffe, die lassen meine Seebahn in Ruhe.
Au! Ist okay, Bruder, chill. Aua! Ich hoffe, die lassen die in Ruhe. Schon riesig, das Teil, ne? Jawohl, Tinkerbell. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hoch zum Turm. Das war hier lang, oder? Weiß es gerade nicht. Ich glaube links lang, ne? Ich hoffe, wie gesagt, dass die meine Bahn in Ruhe lassen. Noch ist auf jeden Fall da. Schau mal. Ich hoffe es mal. Hier durch? Nee, oder? Oh, ich weiß mal den Weg nicht mehr, ey. Bin so doof. Dass ich mich nicht einfach mal diesen Kackweg merken kann, ne? Das ist eigentlich nur traurig. Ja, da ist er. Also zumindest die Basis. So, jetzt nach oben. Und dann den Turm anschalten. Mal gucken. Aber ich sollte doch extra diesen Parallelprozessor hierher bringen. Da muss er rein. Hä? Ich raff's nicht, Chat. Hä? Das ist doch genau das, was ich machen sollte. War doch meine Quest. Ich raff's nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd. Ah, wäre ohne Schneid. Ich bin schon wieder genervt, ey. Shit. So, guck mal, dass wir wenigstens das hier wegkriegen. Hammer. Geh mal runter, so. So, wo haben wir denn mit Margaret gesprochen? Koppelst du den nicht? Was, wenn du nicht von Antipico? Warum koppelst du nicht diesen verdammten Funkmast von Überwachungssatelliten ab, anstatt in meine Basis reinzupatzen? Wenn mir Altera nicht mit dem Nacken sitzt, vielleicht auch wieder meine Schwester, das Zeug da auf dem Tisch könnte vielleicht helfen. Bin zu verwirrt, Chat. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Da ist die Verwirrung wieder verwirrt, Chat. Soll ich euch sagen? Bin genervt. Egal. Wir machen einfach erstmal weiter. So, da ist Omega. Da ist Delta. Also hier ist Delta. Wo ist denn Copper? Copper ist ja genau neben mir, genau. Dann müsste ich da hochfahren. Ne, warte mal, Omega. Dann müssten wir in die Richtung, in Richtung Norden, ja.
das überlebe ich doch nicht, oder? Ich will jetzt nie wieder in den Weg runterlaufen. Oh Gott, das sollten wir lieber nicht machen. So. Laufen wir mal runter wieder. Scheiße. Ich bin wieder zu dämlich. Ja, geil. Und weil wir mal, wir können ja mal Richtung Norden und dann oben. Also, ist das halt? Oh, wo ist Norden? Norden ist da entlang. Wäre das in Richtung des Artefakts, okay? Oh, wir sind übel langsam jetzt, Chat. Ich glaube, wir müssen unbedingt das Zugkraftmodul reinmachen. Ja, das ist das nächste, was wir machen müssen. Guck mal, ich glaube, das geht genau in die Richtung da, das Artefakt. Oh. Richtung Norden ist Vieh. Basis. Machen wir das doch. Let's go. Let's go, let's go. Und wir haben jetzt Krebsi beitschet. Voll geil. Ach, wir haben ja noch gar keinen Bohrer. Haben wir den noch gar nicht mitnehmen brauchen. Ah, Kauzi, du musst nochmal in die Base, in die Copper Base. Oh, jetzt habe ich mich gerade vor den Eisdingern hier oben erschrocken. Scheiße, ey. Peinlich. Aber hier muss eigentlich noch eine Base sein. Ah, ich häng fest. Wir können ja mal kurz stehen lassen. Wir steigen mal kurz aus. Jetzt ist die Frage, aber die Base kann natürlich auch unter Wasser sein. Schwierig zu sagen, ne? Hier ist das ganz normale Standardbiom. Interessant. Sehr interessant, Chat. Wartet mal. Ich werde mal kurz auf das hier einschlagen. Zungen an der Mone passiert auch nichts. Aha. Jetzt sind wir wieder im ganz normalen Gebiet gelandet. Hallo, Mr. Pinguin. Das fanden die nicht cool. Entschuldigung. Kann ich verstehen. Ist ja legit. Hier ist bestimmt irgendwo was, Chat. Sag's euch. Hier ist irgendwo was. Wir können ja mal hier raufgehen. Ist das der Anfang? Könnte auch der Anfang sein. Wo wir am Anfang gestrandet sind. Ich glaube, das ist der Anfang, Chat. Das ist safe der Anfang. Können wir ja nochmal zurückgehen. Mehrere Wege, interessant. Ja, hier ist meine Landekapsel nämlich auch.
Genau, hier sind wir gelandet, Shit. Und klar. Oh, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Warum nicht mitnehmen, oder? Okay, also das hier ist der Anfang. Das ist nicht das, was ich suche. Klar. Aber hier muss irgendwo die Basis Vieh in der Nähe sein, eigentlich. Schwierig, schwierig. Genau, das ist das Anfangsbiom. Interessant. Sehr wild hier. Vielleicht ein bisschen nach damals schwimmen oder so? Der blöde Fisch, der mich eindingst hier, der Wichser. Ach, das war hier der Pilz, den man essen kann, ne? Unwichtig. Was ist denn das? Lunablatt. Aha. Kann man auch nichts mitmachen. Noch ein bisschen vielleicht in die Richtung. Das war der Weg. Da? Nee. Genau hier würde ich nochmal gucken. Aber da kommen wir nicht hoch auf jeden Fall. Vielleicht ist die auch da unten. Bei dem Artefakt. Weset nicht, Shit. Weset. Sieht alles so gleich aus. Upsi. Hallo? Oh, hier müssen wir aufpassen. Jetzt können wir nämlich nicht mehr... Der wird mich treffen. Ah, ich wusste. Arschloch. Nervi Mac Nervenstein. Ist doch okay jetzt, wir haben es verstanden. Kannst du dich nicht einfach ficken? Hier ist noch ein kleiner Weg, mal gucken. Ja, ich weiß, wieder diese Neugier, ne? Der Kauzi ist halt immer neugierig, Shit. Und irgendwo, wie gesagt, muss hier auch noch eine Base sein. Die Basis Vieh. That's the problem. Hier ist nichts, okay. Und gucken wir mal nach dem Artefakt. Vielleicht finden wir da ja irgendwas in der Nähe. Ja, machen wir das erstmal so. Oh, mein Rücken, Chat, ey. Wild. Wie spät ist es denn schon? 15 Uhr. 15 Uhr. Oh, Chat, ich hab Tortilla-Chips mit Tortilla-Käse-Dip. Ich weiß, ihr seid jetzt neidisch. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Richtig geil, oder? Finde ich auch. Jetzt sind ja bloß Schönfeilchen und Co. Rotgabe, Schönfeilchen. Nö, ich hab... Das ist so gemein, wie. Das macht man nicht. Sowas ist gemein. So könnte ich nicht sein. Ich Pudding! Und Pudding. Aber gut, Pudding haben wir ja immer. Pudding ist für alle da. Heute ist vieler Kunden-Chat. Vieler Kunden doch, tatsächlich. Gut, das... Oh, warte mal, ich hab einen Froschmalz.
Ich hab Schogetten, Chips, Schoko Crisp und Erdnuss. Der Angelbert. Was sind denn die goldenen? Haben die 15.000 Euro gekostet, oder? WB, Tinkerbell, WB. Kommen wir da rein? Nee, oder? Oh, da komme ich nie rein. Guck mal, ob da was ist. Oh nein, das ist dieses Ekelgebiet. Oh nee. Lassen Sie mich in Ruhe. Dumme Sau. Aber ich glaube, ich muss hier durch, Chat. Oh nee. Fick dich, du dumme Sau. Ich hab gleich die nächsten. Ich sterbe, Chat. Ich sterbe tatsächlich hier in dieser Scheißhöhle. Scheiße. Kacke. Habt ihr noch ein Medkit bei, oder? Oh. Holy shit. Alter, die Höhle ist ja richtig gefährlich. Schogetten Gold sind limited. Salted Caramel Crisp und Pups hat die Sorge. Sorge, ja. Mhm. Nougat Haselnusswaffel. Jetzt muss ich erstmal knapp 30 Minuten warten, bis ich mit dem Essen weitermachen kann. Wow. Einfach erstmal hart. The sea monkeys have changed their tune. Okay, inwiefern benehmen die sich anders? Spiel. Geh weg, geh weg. Oh, Glück. Chat, ich werde das nicht überleben. Ich komme doch hier nie raus. Ich komme doch hier nie raus. Warum sind die so? Oh, nein. Ich komme doch... Das überlebe ich doch nicht. Und das alles für dieses... Wasseranalysator. Jetzt aber schnell wieder Ruf-Chat. Oder hätte ich noch was drücken müssen? Weg! Hä? Klauen die mir jetzt nur noch Materialien? Das ist interessant. Ich brauche mal so eine Luftblume spielen. Aber was hat das Artefakt jetzt gebracht, Chat? Das Problem ist, ich kann nicht gucken, weil es keine Pause gibt. Oder gibt es eine Pause? Ne, gibt keine Pause. Okay, die Kobolde klauen mir jetzt nur noch, Dinger. Das ist cool. Die klauen nur noch Rohstoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Je nach Rohstoff halt, ne? Natürlich tust du das, Sweetie. Und alles andere wären Ausreden. So. Ach, Sweetbird. Sweetbird, Sweetbird. Was ist denn das? Ich krieg es nicht geskinnt. Jetzt. Ah, das ist cool. Die Kobolde klauen uns nicht mehr unsere Sachen. Also nur noch, so Scheiße, die sowieso Kinder brauchen. Das ist cool. Das ist sehr geil. Ach, du liest Sleepy Hollow. Ah, okay. Cool. Sweetbird, ich habe eine Überraschung für dich. Guck mal. Sweetie und Angel sind jetzt vereint. Guck mal.
Geil, oder? Ich hab Sweetie und Angel vereint. Hammer, oder? The sea monkeys have changed their tune. Not only have they stopped stealing, they brought me something I actually needed. I may have to revise my opinion of them. Okay, Chat. Die bringen uns Sachen. Die klauen uns keine Sachen mehr. Die bringen uns Sachen. Das ist ja ultra geil. Das ist ja cool. So, jetzt habe ich irgendwo ein neues Bauteil. Gravitationsfalle. Das Problem ist, was hat der Artefakt jetzt gebracht? Ich habe nichts freigeschaltet. Und hier passieren Dinge. Ja, du und Speedy seid vereint. Richtig. Das ist ja cool mit den Dingern. Das ist ja ultra geil. Ich will diese Basis Vieh finden, aber ich wüsste nicht, wo die sein soll. Die Frage ist halt immer, über Wasser oder unter Wasser? Das ist die große Preisfrage. Wir sind Borg. Wow. Kommt Sweetbert schon wieder mit ihren Borg um die Ecke, jo. Die Frau Agent. Ich sag's euch, jo. Ja, schön. Dreck mal kurz den Kopf raus hier. Ich finde halt hier nichts. Bin ja Richtung Norden unterwegs, aber... Ah. Ja, da kannst du lange rummachen, du Arschloch. Den Maul. Ist ja... ist halt schwierig. Unter Wasser oder über Wasser? Die Preisfrage der Preisfragen. Einfach Ruhe. Oh ja, Ruhe ist auch was richtig Wichtiges. Wo ist die Basis Vieh, Chat? Das ist die große Preisfrage. Mag die das... Warum ist... Das ist bloß der Wahl-Chat. Ich dachte, was kommt jetzt, ey? Warum ist es hier so dunkel? Ist das wieder diese tote Zone? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt Angst oder nicht? Auch das weiß ich nicht. Noch sind keine Leviathane zu sehen. Ah, wir brauchen das Zugkraftmodul. Auf jeden Fall. Ja, mach das, Angelbert. Ich weiß halt gerade nicht, gibt es hier jetzt ein Ende? Kommt da noch was, oder? Ganz schön dunkel hier. Angst, dass gleich irgendwas vor uns steht, Shit. So, jetzt könnte ich ja... Wartet mal, wir speichern hier mal. Lurk, DBD. Ach, du liebe... Have fun, Vivibär. Ah, direkt einsteigen kann ich von hier aus nicht, ne? So, jetzt könnte ich nämlich hier bei Angel, so. Zack. Ah. Ah, ich hab noch keinen Bohrerarm. Da war ja was. Na, dann ist es scheiße. Naja, egal. Dann setz dich doch zu Vivibert in den Discord. Vivibert. Dann macht sie Übertragung und du liest ein bisschen weiter. So. Hä? Verstehe jetzt das Problem nicht. Ach, lesen kannst du auch später noch. Hammer.
1600 Meter, schon wild, ne? Ja, das rennt dir ja nicht weg, Sweetbird. Excuse you? My body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. Oh, guck mal, wer da vor uns ist. Ach du Scheiße, gar nicht gesehen, Chat. Nicht gut. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Oh, Chat, guckt mal, wie schön. Guckt mal. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. Könnt ihr bitte aufhören zu quatschen? Dankeschön. Ich würde das gern fotografieren. So. Die Walis. Geil. Ach, jetzt sind wir auf einmal wieder hier, lol. Das Spiel verwirrt mich. Ja, also, wir brauchen das Zugkraftmodul. Was ist das jetzt wieder für ein Wag? Hallo. Ah, das ist das kleine, was wir vorhin hatten, ne? Ja. Irgendwie kommen wir immer wieder an den gleichen Stellen hin. Scheiße, ey. Ach, Ziratops gleich wieder. Da sind sie gleich wieder ran, die Wichser. Wir brauchen das Zugkraftmodul, Chat. Das geht ja gar nicht, Alter. Ich schlafe ja ein hier beim Fahren, Junge. Also ich würde es zumindest mal damit probieren wollen. Ich penne ja hier in, Junge. Ist ja ultra wild. Seekobold-Ei. Stimmt, das hatte ich gemacht, genau. Vital signs stabilizing. So. Sieht doch gut aus. Werte. Wieder vernünftig. Außer halt live. Lasst uns mal das Zugkraftmodul bauen und mal gucken, ob das uns upgradet. Weil das ist echt langsam, muss ich sagen. Und ich müssen mal irgendwie gucken, was das abkoppelt. Wieder im Lurk verschwindibus. Nein. Tweetbär. Das geht so nicht. Hammer. Irgendwann finde ich das. Hoffe ich. Wir schauen mal. Oder kommt der Tag, an dem ich mir einen Tipp geben lasse?
Was ich nicht glaube. Was sind alle Blei oder Silber? Ah, wieder alle bloß Silber. Dingsies. Silberdingsies. Ah, ich sagte, ich bin gespannt, ob das Zugkraftmodul denn. Das war. Wir kommen ja nicht aus der Hütte, das kann ja nicht wahr sein. Au. Ich hab's schon vom Weiten gehört, ich wusste, da gleich gibt's weiter. Wichser. Ist halt jetzt die Frage, ob das denn besser wird dadurch? Oder ob man denn nur noch mehr ranmachen kann? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ein Durchgang. Der hat überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich sag, wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht das Fabrikator-Modul abmachen und dann erstmal ohne Fabrikator-Modul fahren. Wäre so meine Idee. Eine Insel? Kommen wir aber nicht drauf, auf jeden Fall. Genau, unten war bei den Seerosenblättern war ja Insel Omega. Da ist Bergwerk Copper. Links und oben sind die zwei Basen jeweils noch. Stehen noch nicht, wo die sein sollen. Oder die sind echt, echt weit weg. Upsi. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das Zugkraftmodul irgendwas bewirkt. Das kann ja nie sein. Und immer noch, naja gut. Base bin ich jetzt gleich. Ja. Gucken, kommen wir hier raus, wo das ist? Zwar gerade Sturm draußen, aber ist mir eigentlich erstmal Bockiwurst. Hier ist auf jeden Fall was. Wir da? Ich glaube, da waren wir, oder? Ich möchte halt wissen, wo dieser Strang hinführt. Haben wir das schon mal geguckt, Chat? Ich weiß es nicht. Schon mal geguckt, wo dieser Strang hinführt. Ich kicke jetzt einfach. Diese Augenquallen, ne? Die Typen, ey. Ich glaube, wir hatten das mal geschaut, wo das hinführt. Wow. So, hier muss ich... Ach ja, stimmt. Das, wo wir nicht durchkommen. Stimmt, hier war ja diese ominöse Wand. Kann mich erinnern. Die ominöse Wand, die einfach da war. Au. Okay, die tun weh, wenn du zu nah rangehst und die haust.
komme hier nicht rauf, oder? Das ist zu hoch, ne? Was ist denn da? Ah. Chat, guckt mal. Was haben wir denn hier? Aha, das... was ist das? Das müssen wir kontrollieren. Das sieht gut aus. Oh ja, das sieht... Pudding! Das sieht gut aus. Das ist Pudding, genau. So wie alles Pudding ist. Okay, war mal eine Brücke anscheinend, die es jetzt irgendwie nicht mehr gibt. Hallo? Hier ist... Ui. Ach, das sind hier die Dingsies. Ach, hier, guck mal. An den Geysiren können wir uns ein bisschen aufladen. Eine Base. Eine Base. Hallo. Ich bin der Kauzbert. Guten Tag. Boah, das ist aber groß hier, wa? Heilige Scheiße. Ein Nahrungsblock. Das war's. Wow. Das ist eine große Insel. Okay, das ist hier jetzt auch bloß ein Eingang. Wo sind wir denn jetzt? Immer noch an derselben Stelle, okay. Hier ist noch irgendwas, Chat. Hier ist definitiv noch irgendwas. Das sag ich euch. Wir werden das hier ganz genau inspizieren. All Terra Facility Beacon detected nearby. Unique Identifier. Fire Robotics Center. Ha! Wusste ich's, ihr Wichser. Wusste ich's. Easy. Gar kein Problem. Angelbert, ist eigentlich da. Angelbert ist eigentlich da. Theoretisch. Ach, praktisch. Weiß es nicht genau. Eistalagmit. Aha. Ah, ja. Eistalagmit. Dankeschön. Feuerschotenbaum. Okay, also das, was... Feuerschote. Was macht die Feuerschote? Die ist ja wild. Yeah. Meine. Zwei reichen. So. Das ist gut. Was ist das hier? Hallo? Hä? What the hell? Ich glaube, das soll hier nicht sein. Das ist ein Wegweiser. Aha. Pfeil sagt hier lang. Pfadfinderwerkzeug. Was kommt denn jetzt? Oh Gott. Was kommt denn jetzt? Platziere Scheiben, um den Weg zu markieren. So fällt der Rückweg leichter. Achso, ja, ja. Ist das hier verbessert worden, ist die Frage? Das ist hier verbessert worden, weil das ja in dem letzten Teil auch, da war das nicht so cool. Gucken wir uns nachher mal an. Brauchen wir noch zum Bauen eigentlich? Ach, nur Schlingpflanzen, bisschen cool. Schnee. Ich find's halt krass mit diesem über der Erde. Also, über der. Über dem Wasser jetzt hier diesmal. Eisschilf, okay. Was das hier alles gibt. Eieiei. Da ist auch noch ein Weg. Heide Witzka, Hm?
Ja, voll cool. Finde ich auch mega stark, ne? Könnten sie im dritten Teil sogar noch ein bisschen erweitern. Gar keinen Stress mit. Finde ich top. Eiskorb. Alter, hier gibt's wieder Sachen zum Scan-Chat. Ganz wild. Man kann sie sammeln. Da ist sie. Nehmen wir mal zwei mit. Oh, man muss vor Eis aufpassen. Hm? Fragment eines Speerpinguins. Okay. Kann man sich ducken? Nee, ne? Ducken geht nicht in dem Spiel, oder? Der Speerpinguin. Jetzt. Die Speerpinguine schaffen so viele neue Forschungsmöglichkeiten. Die sind perfekt, um enge Räume zu erkunden, in die ich mich hineinquetschen kann. Kleine Räume. Aua. Ach, ich stehe genau auf dem Geysir. Wow, Alter, der Typ. Okay, also, um da reinzukommen, brauchen wir so einen Pinguin. So einen Speerpinguin. Wie stellt man die denn her? Mhm, ein ferngesteuerter Erkundungsroboter. Ist ja auch ganz wild. Das muss jetzt kommen, ja? Och nee. Darf man nicht einmal in Ruhe erkunden? Nee, ne? Scheiße. Na, ist jetzt gerade schwierig mit sich irgendwo in Sicherheit bringen, Freunde der Sonne. Das ist ganz schwierig. Wo soll ich mich denn jetzt hier in Sicherheit bringen? Bisschen kacke, weil ich mich nicht mehr sehe. Ach, das ist einfach nur, weil es kühler wird, ne? Als vorher. Warten wir mal kurz. Okay, das ist ja interessant hier. Auf jeden Fall müssen wir hier denn die Dings anbringen. Signalboje einsammeln. Aber warum soll ich die einsammeln? Das ist ja Quatsch. Ich kann die doch gleich hier lassen. Die ist doch top. Landeplatz von Robotikvieh. Können wir doch lassen. Easy. Aha. And now hier ist große Door. Gehen wir rein. Ganz unerschrocken, Chat. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Phi Robotics. This is where Sam worked. Schneefuchs-Schweberampe. Aha. New blueprint synthesized. Sieht ja wild aus hier. Hier ist nix. Gehen wir mal links lang. Aha, hier können wir schon mal rein. Hallo. Guten Tag. Sam loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Wow, machst du dir einfach, Sweet Bear? Hau rin! Hör mal. Schon längst fertig sein können. Was denn? Achso, das hatten wir ja direkt automatisch, oder? Ja, was war denn hier noch? Karte des Gletscherbeckens. Oh, wenn du da eine Karte... Oh Gott, das ist ja riesig. Da oben ist noch der Funkmast. Da ist noch irgendeine Base. Ach du Scheiße. Warte mal, die fotografiere ich mir mal ab. Wo ist schon mein Telefon? Hello? Warte. Gute Frage. Sorry. Weil... Dann kann ich die nämlich offen haben. Werden wir jetzt hier erkunden und dann sehen wir mal gleich, wo wir hin müssen.
combined with a frozen water source. Water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Dieses Spiel ist sogar einfach noch tausendmal geiler, Alter. Wasserreinigungstablette erzeugt in Kombination mit einem Schneeball Trinkwasser. Wow. Wie cool das alles ist. Ah, da ist die Fernsteuerung. Ah, klar. Interessant. Schneefuchs haben wir auch fast fertig. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in Basis Copper. Definitiv. Definitiv. This must have been Sam's room. But something's not right. So, da haben wir schon mal Sams Bett gefunden, weil Sam ist ja die, die wir finden sollen. Bin gespannt, ob wir die im Ende finden. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. And why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Öffnen? Was gibt's hier, ne? Oder ist das bloß ein Ausgang? Oh ne, hier gibt's noch wirklich was. Oh, Medkit. Ah, gleich sind wir leider voll schon wieder. Bin ich nicht so cool. Wartet hier alle zu erkunden und zu scannen und zu erforschen. Ihr habt das ja, also es ist ja nur wild, ne? Oh, eine Jukebox-Platte. Oder? Nerd out diving into deep. Ach so. Team beginnt mit T. Okay. Die Anwendung von Achtsamkeit durch Führungskräfte. Ihr Team ist ein Schwamm, der nur darauf wartet, die Energie aufzusaugen, mit der sie den Raum füllen. Als Führungskraft müssen sie sich wie eine Kanne Tee betrachten. Sie haben die Kraft, ihr Team mit beruhigender Wärme und Heilung zu durchdringen. Hör gut zu, Speedbert. Sie haben auch... aber auch die Kraft, sie zu verbrühen. Der Schlüssel, um ihre Untergebenen mit Ruhe zu erfüllen, besteht darin, zuerst mit der Ruhe in sich selbst umzugehen. Das ist die Kraft der Achtsamkeit in der Führung, die wir im nächsten Kapital weiter diskutieren werden. Aber zuerst wollen wir ein anderes Führungselement untersuchen, das oft übersehen wird, die Ziehzeit. Sobald sie ihr Team mit ihrer Heilkraft übergossen haben, müssen sie warten, bis sich die Öle und Essenzen der Teeblätter an ihre neue Umgebung angepasst haben und ihren Duft und die Wirkung entfalten. Eine heilende Führungskraft hat Kraft, aber eine geduldige, heilende Führungskraft ist nicht aufzuhalten. Das müsste man tatsächlich so mal abfotografieren und allen Chefs dieser Welt so mal schicken, ne? Bild. Oh, ein Thermoanzug. Hallo? Oh, noch mehr neue Baupläne. Was ist hier los? Ich lieb's. Ich mag das so, dieses Spiel. Wir werden hier noch viel Zeit verbringen, Chat. Okay, da ist er. Schützt vor Kälte. Schneepirscherfell. Schneepirscherfell? Wow. Einfach wow. Was war's dann jetzt, glaube ich? Das Aquarium hatten wir ja eh schon.
So, dann sind wir hier soweit durch, würde ich sagen. Leider kein Bohrerarm. Das wäre jetzt natürlich cool gewesen. Ne? Ich hab's Poster mit dir noch. Ist das groß? Nö. Ich will ja wieder ein paar Poster mitnehmen, Chat. Dann können wir uns die wieder in die Base hängen. Voll cool. Karte habe ich hier. Wir sind jetzt da unten rechts, okay. Nach oben links geht's auch noch. Da muss ich hin, da sind so komische Bäume auf jeden Fall. Mal schauen. Was hier noch so abgeht. Aber kann das doch nicht alles mitnehmen. Nein, das ist ein Portal und ich habe kein Ding in Stabil. Nein. Oh Mann, oh. Ich habe keinen Ionenwürfel dabei. Fuck, Mann. Ach, scheiße. Idiot. Nächstes Mal nimmst du dir fälligst den mit, du Trottel. Säbe-Kobold-Ei können wir später. Ja. Oh, hier ist auch noch was. Hier geht's, glaube ich, noch rein. Moin und WB-Dome. So. Energiezellen-Ladestation. Großer Behälter. Warum jetzt nicht? Müsste eigentlich erst nochmal zurück. Weil das Problem ist, mein Inventory ist halt komplett voll. Und ich nehme halt immer alles irgendwie mit. Wird jetzt eigentlich... Robotikvieh wird jetzt... Ah, Landeplatz Robotikvieh wird jetzt angezeigt. Dann machen wir dich mal direkt orange. Ne, grün, ne? Grün. Genau, grün. Ja. Wir haben, sind wieder ein bisschen weitergekommen. Dominik? Ja. Wir erkunden jetzt hier den... nächste Bereich des Planeten, sagt man das so? Also auf jeden Fall erkunden wir. So, hier ist der Landeplatz, also okay. Muss ich nur mal gucken, ob ich von hier aus... Da ist ja unsere Sweetie. Das ist eigentlich die falsche Richtung. Wir müssen zurück. Natürlich blöd, dass man hier nicht irgendwie anlegen kann, ne? Ich muss mein Inventory wenigstens eh mal leer räumen. Ja, geil. Denn rinnen. Let's go. Also ich kann... Die, also mit jeder Minute, die ich das Spiel spiele, wird die Sucht halt einfach mal noch ein Schippchen größer, ne? Kannst du, Geysir, jetzt bitte mal da rauskommen wieder? Ja. Wow. Und geh halt in die Höhle, leck mich doch. So. Arschlecken, hä? Willst du? Ich find's halt einfach nur nochmal, wie gesagt... Wenn du das jetzt nochmal, da nochmal einen dritten draus machst, ist mit dem ersten Teil durch. Jetzt geht er in den zweiten. Das ist so spannend. Liebe dieses Buch, das ist der Hammer. Hä, du hast, achso. Ja, quasi zweite, drei Teile gibt es, okay. Das, wäre jetzt nämlich die Frage gewesen zu gehen. Dacht, gönn dir. Wenn du da voll bei bist, ist doch geil, ey. Das war dieser Funkmast. Da war ja eine Chivesen weiter, ne? Also wie gesagt, ich kann einfach nur von mir sprechen. Ich finde, das Spiel ist einfach nochmal 10 Millionen Mal besser. Gerade was die Erkundung betrifft. Hier könnten wir aber hoch, Chat, ne? Ja, hier ist der Anleger, alles klar. Dann holen wir Sweetie mal hierher. Aber warte mal, ich werde das erstmal markieren. Erstmal markieren, Kauzi. So, weil hier ist nämlich unser Anleger und dann wissen wir immer, wie wir da hinkommen. Und wie gesagt, bestätigt ist es ja, wie gesagt, eigentlich schon, dass wir einen dritten Teil kriegen, dass wir daran arbeiten. Ja, habe ich Bock drauf, ne?
Jetzt hat die Fallen gelassen. Wo ist denn die jetzt? Wo ist die? Hä? Oh, jetzt zeigt das falsche gedrückt. Das wollte ich nicht. Scheiße. Wo sind die jetzt hin? Da ist sie. Ach, ich kann die einfach so fallen lassen. Okay. Basis. Vieh. So. Perfekt. Dann machen wir das noch grün. Zack. So, dann holen wir nämlich erstmal unsere Seebahn hier. Oh, diese Augen sind das, ne? Die machen hier Geräusche ganz wild. Dann holen wir nämlich erstmal die Bahn hier rüber. Ja, die Bahn ist jetzt etwas langsamer. Wir müssen mal gucken, wie gesagt, nachher, dass wir mit so einem Dingens arbeiten. Aber der Schrank geht da noch weiter, Chat, ne? Bin gespannt, wo der hinführt. Das interessiert mich. Gibt ja mehrere... Ach so, ja, stimmt. Ja, wir wissen ja, wo er hinführt. Stimmt, da kommt ja dieses Tor. Alter, wo habe ich das Ding abgestellt? Wir brauchen unbedingt bessere Flossen, ey. Also das Vorankommen dauert schon in dem Spiel, ne? Auch wild. Warum sieht denn das hier so komisch aus? Ist das ganz normal Schlingpflanze? Ja. Ich schwimme falsch. Da muss ich hin. Ja. Also ich hoffe, wenn sie einen dritten Teil machen, dass sie sich definitiv an dem Teil hier orientieren, was sie werden, denke ich. Aber das ist einfach nochmal... Die brauchen, wie gesagt, ja nicht mal viel verändern. Die haben ja das Grundprinzip. Eine schöne neue Welt, die zum Erkunden einlädt und alles. Reicht vollkommen aus. Top. So, erstmal einlagern, Chat. So viel Stuff dabei. Will nämlich noch weiter erkunden. Wer hätte das erwartet? Wir können ja mal kurz gucken, was brauchen wir für diesen Pinguin. Vielleicht haben wir das ja tatsächlich dabei. Zeig mal. Kann man den hier bauen? Ja. Das haben wir und das haben wir. Wir bräuchten nur einen Kabelsatz und Silikongummi. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber ich werde kurz mal auf Toilette gehen, Chat. Und dann bin ich gleich wieder da.
So, Chat. Noch ein Stück trinken. So. Und dann. So, Inventory ist soweit leer. Hatten wir jetzt Silber irgendwo noch bei? Drei Runden DBD reichen erstmal wieder. Oh, mir fehlt ein Silber jetzt, oder was für den Kabelsatz? Das ist nicht dein Ernst. Oh, come on. Eins, Willy. Ich hätte gern diesen Pinguin zusammengebastelt. Come on, Alter. Weil ich hab den Rest alles. Ja, Kuchen. Kuchen. Mit was für einem Geschmack? Kuchengeschmack. Ich brauche ein Silber irgendwo her. Hier, so. Ein Silber wird doch machbar sein, oder? Weil dann könnten wir nämlich gleich mal in die Lücke gucken. Das wäre auch nice. Das ist Blei hier, ne? Ja. Ich glaube, Silber gibt es nur ein bisschen weiter tiefer. Wer es übrigens nicht mitgekriegt hat, die Kobolde sind jetzt coole Dudes mittlerweile. Finde ich ganz nice. Kirschstrudel. Strudel. Kenne ich Strudel? Weiß ich, was Strudel ist? Dacht mir was auf jeden Fall. Ach ja, jetzt. Boah, Gott, hat kurz gedauert. Kopf war kurz AFK. Geil, Angelbert. Guten Morgen. Naja, du weißt doch, wie er ist. Das ist erstmal eine Woche AFK, bevor ihm einfällt, was das ist. Aber mir würde halt ein Silber so weiterhelfen, ne? Aber das ist immer in diesen blöden Biomen bloß. Ah, nee. Ja, das ist alles kein Silber, das ist alles Kupfer. Ein Silber, daran krankt's jetzt, weißt du? Könnte ich schon wieder ausflippen, ey. Hm, mag ich das jetzt am besten? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich weiß, deswegen. Ich schaff das nicht. Das schaffe ich niemals. Oder? Das wird aber ganz schön knapp. Warum bin ich zurzeit so langsam? Das wird eine knappe Nummer, Chat. Oxygen. Das wird ja eine richtig knappe Nummer. Holy shit. Hm. Dann müssen wir erstmal kurz noch einen Silber holen. Ich will das mit dem Pinguin mal ausprobieren. Gehen wir da mal zurück. Dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir einen Silber kriegen. Hallo? Was? Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Hallo. Der ist ja obercool. Oh, wer ist er denn? Freundlich. Hallo. Der ist ja cool. Akrobatischer Jäger unter Wasser, aber verwundbar an Land, wo er bestenfalls zu einem schnellen Robben in der Lage ist. Deine Fische. Hallo. Der ist ja cute. Ja, müssen wir mal kurz. Ja, wir sind. Gott, ich bin einfach direkt fast neben meiner Base. Kann ich mal ein Stück Silber holen? Hä? Die Basisvieh ist ja quasi um die Ecke. Okay. Sehe ich gerade, guck mal. Die ist quasi fast um die Ecke. Guckt. Oberle, hallo? Voll geil, oder? Dankeschön. Ich finde die jetzt mega cool. Total geil. Und dann schwimmen wir zu dem dahin. Hm?
Hallo. Guten Tag. Danke. Ich finde es total witzig. Boah, werden wir mal das Zugding-Modul bauen? Wie gesagt, ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen schneller werden. Ich weiß es nicht. Kann ich, wie gesagt, nicht in Hause. Ich bin einfach genau neben meiner Base, weißt du? Ist auch so witzig. So, dann gehen wir mal rasch kurz zur Base. Und dann können wir gleich nochmal 4 erkunden gehen. Wir hatten ja abgebrochen, weil wir ja unbedingt erstmal gucken wollten. So, machen wir das nämlich erstmal schnell. Strom läuft weiterhin. Können wir uns gleich nämlich noch ein bisschen Wasser mitnehmen. So. Oh, hell. So. Was brauchen wir jetzt dafür? Wo war denn der Pingu? Der Pingu. Guck mal, Eiskorb und Salzablagerung. Achso, und dann brauchst du noch die Dingens. Okay. Wo war denn jetzt der Pingu? Da. Kabelsatz, Silikongummi, Batterie, Titan und Kupferdraht. Hier irgendwo hatte ich noch Silikongummi, das weiß ich. Ja? Kabelsatz kann ich machen. Kupferdraht kann ich machen. Gibt's 2 Silber bei? Ja. So. Da habe ich noch einen Kupferdraht. Ich hab's ja noch ihn. Cool. Zack. Mit Pfadfinderwerkzeug würde ich. Weiß ich nicht, machen wir das? So für Höhlensysteme? Na, wir gucken mal. So, wo ist er denn jetzt hier bei? Ich sehe ihn nicht. Hä? Sehe ich ihn gerade noch nicht oder muss man den woanders herstellen? Blind? Was ist der? Hä, hey, den hab ich da vorhin auch am... Ach, hier unten bei Jereto ist er mit bei, ne? Ja. Dann haben wir die Fernsteuerung. Dann brauchen wir noch den Kabelsatz. Und dann müssten wir jetzt 2 Titan und 1 Batterie. Batterie haben wir. Fehlt noch ein Titan. Stalus. So, jetzt können wir bauen. Without spy Benglings. Scientists may have never discovered that benglings incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. Okay. Okay, die musst du beide... Alter, Leute, dann mach doch 9 Schnellzugriffe. Was soll denn das? Wird ja immer mehr. Ich würde Wasser erstmal hier reinlegen, oder? Ja. Nehmen wir erstmal 3 Wasser mit. Achso, wartet mal. Wir wollten noch was bauen. Chat. Wir wollten noch was bauen. Und zwar suche ich das Seebahn-Zugkraftmodul. Also, ein Lithium. Easy. Erweiterter Kabelsatz ist Computerchip, Kabelsatz und Dingens. Gold. Ja. Oder? Glaube ja. Dazu brauchen wir eine das. Einmal das.
ein Kupferdraht. Kabelsatz. Und für das Ding selbst brauchen wir auch nochmal ein Gold, glaube ich. Schmierstoff haben wir noch hier im Schrank. Da ist er. Zack. Mal. So. Brauchen wir hier. Genau. Oder? Computerchip und Kabelsatz. Sag ich. So. So. Zugkraftmodul. Das stellen wir her im Tauchdock. Richtig? Richtig. Das war hier unten, ne? Wir gucken mal, wie sagt, ob es was hilft. Oder ob das nur bedeutet, dass man noch mehr ranmachen kann. Mhm. Angelbert ist einfach gemein. Ist so, Chat. Ist so. Redet hier einfach von Kirschstrudel. So. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ob wir jetzt ein bisschen schneller sind oder so. Weiß es nicht. Sind wir nicht. Oder doch? Guck mal, wie schnell die Zahl auf einmal runtergeht. Chat? Seit wann habe ich ein Turbo? LOL. Ich habe ein Turbo. Hui. Voll geil. Ach stimmt, wir hatten ja das Modul extra dafür eingebaut, ne? Cool. Bremsen. Ah, bremsen. Okay, das bremst denn nicht. Das ist scheiße. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Krebs und alles ist echt noch dran. Geil. So, Chat. Also, wo wollen wir nochmal hin? Wir wollen auf jeden Fall dahin, wo das mit dem Pinguin war. Kisten machen wir alle wieder auf. Wo war denn das mit dem Pinguin? Überlege, wo war das mit dem Pinguin, Chat? Das war da, wo die ganzen Treppen waren, ne? Also in die Richtung hier, glaube ich. Warte mal, ich muss mir mal kurz meine Karte wieder aufmachen. Karte. Die Karte, Karte, Karte. Da ist die Karte. Ach, da ist der Anleger, ja. Hm, wir müssen vom Anleger auf jeden Fall noch nach rechts laufen. Hier gibt es auch wieder zwei Wege. Ach nee, ich bin da. Ach, okay, da ist mein Pfeil. Jetzt sehe ich es. Nee, ich bin da unten. Muss ja mal gucken. Hier sind ja so viele Wege. Wo war ich denn? Na genau, hier sind wir durchgelaufen. Ich erinnere mich. Wir werden mal kurz das und das machen. Wir schauen mal. Ach, hör auf mal, das so komisch zu halten, ja. Das war doch nicht hier, oder? Oder? War das hier? Doch, das war hier unten bei der Treppe, oder? Ich bin der Meinung, das war unten bei der Treppe. Ach, ich wollte die Samen noch einpflanzen. Scheiße. Genau, hier wartet doch. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie macht man das? Ihn auswählen, hinstellen. Hallo, kleiner Roboter. Zwietbert. Hör mal meinen Roboter an. Okay, jetzt sind wir drinne.
Ah, der ist ja cool. Aber ich kann... Ah, okay, so und so. Speicher mal. Ja, das sieht man nur ganz kurz. Da muss ich ein bisschen länger warten mit dem Speichern. Dann sieht man es länger. Alter, können wir das ganze Quarz bitte mitnehmen? Achso, er hat nur ein Vierer-Inventar, okay. Das war's, oder was? Wow. Dafür hab ich mir jetzt die ganze Arbeit gemacht. Interessant. Aber gut. Wer weiß, wo wir so eine Lücke noch finden. E zum Beenden, Q gedrückt halten zur Selbstzerstörung. E. Vorrat ansehen. Achso, wartet mal. Vorrat ansehen. Zack, zack, zack. Und einpacken. Geil. Nice. Finde ich cool. Gibt mir gute Vibes, das Spiel. Und wenn ihr mal wieder überlegt, das ist kein Vollpreistitel. Es müssen keine 80 Euro sein. Um Spaß zu haben. Nur so. So, wir waren noch oben, ne? Oben wollten wir noch weitermachen. Da hatte ich ja abgebrochen, weil ich kein Inventory Place mehr hatte. Und ich habe schon wieder den Ionenwürfel vergessen. Ah, das ist doch kein Dings, das ist nur ein Ankunftstor, okay. Das ist kein Startpunkt, alles klar. Kann es sein, dass in Below Zero es schwerer ist, Sachen zu bekommen, als wie beim normalen? Kommt drauf an, inwiefern du meinst, Sachen zu bekommen. Meinst du jetzt allgemein die Sachen zum Scannen, also die Baupläne, oder meinst du eher sowas wie Quarz, Kupfer und so? Erze? Nö. Ist einfacher, viel einfacher. Weil überleg mal, ich habe jetzt an der Bahn den Krebs ja dran, ne? Und sobald ich den Bohrerarm habe, kann ich überall mit dem Ding hin, hab eine Bahn, die ich voll laden kann. Also es ist wesentlich einfacher, an Erze zu kommen. Am Anfang noch nicht so, aber später auf jeden Fall bist du viel besser beim Grinden dabei. Und du hast ja auch diese Mineraladern, wo da einfach mal 6-7 Kupfer drin rumliegen und so. Also im Endeffekt gesehen bist du hier besser und schneller. Wenn du denn soweit erstmal alles frei hast. So, was gibt es jetzt hier? Bilderrahmen. Aber das wirst du selber bemerken, dass das irgendwann schneller geht. Ich dachte auch erst, dauert ja denn ewig und absolut nicht. Das ist so wild. Oh, ich habe eine Thermoskanne. Eine Isolierflasche für Getränke. Kann ich das jetzt hier einfach hinziehen? Ja. Oh, ne, ich sollte nicht die Thermoskanne essen vielleicht. Oh, you brought a friend. Spy Pangling in Training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Coral pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the Penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Beim ersten war es ja auch so, Dominik, du hattest ja in diesen ersten, in diesen Uffschlüssen, die heißen ja so, wo du immer draufklopfst, wo diese Rohstoffe rauskommen, mehrere Sachen in einem, zum Beispiel Diamant, Lithium
Und also da waren ja mehrere wirklich in einem. Hier ist es ja wirklich so, dass du eins hast, wo eine Sache drin ist, oder es kommt Titan. Und du, dann musst du halt Glück haben, dass das Erz oder das Titan rauskommt. Finde ich ganz gut gemacht, weil du so auch viel schneller an Titan kommst. Haben sie sich klug ausgedacht, auf jeden Fall. Finde ich persönlich. Meine Meinung. Es gibt einen Kühlschrank. Geil. Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern. With the frozen Leviathan, I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now. You're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Interessant. Ein gefrorenes Seeungeheuer. Leviathan, Entschuldigung. Wenn du sagst Angel, dann machen wir was? Dann mache ich das. Wird mir auch, denke ich, gut tun. Kann ja später auch weiterlesen. Genau. Kann jetzt mal wieder speichern, Angel. Jetzt dauert es bestimmt ein bisschen länger. Ja, den sieht man halt nur ganz kurz. Er hat leider nicht viel machen. Schade. Würde den gerne länger zeigen, geht aber nicht angewehrt, leider. Die Erkundung macht halt hier wesentlich mehr Spaß, auf jeden Fall. So, da haben wir hier Robotik 4 erstmal durch. Genau, da sind wir jetzt. Da ist noch ein Turm oben, da unten ist der Anleger. Nur rechts wird dann die Brücke sein. Hey. Okay. Hier oben geht's noch hoch. Ist auch noch ein Durchgang. Gibt viel zu erkunden, Chat. Lass uns erstmal da hinten hochgehen. Sweetbert. Du kommst halt in den DC. Alter, sonst fahre ich zu dir nach Rathenow und hau mit einer Pfanne auf deinen Kopf. Das sah ich dir doch. Da gibt es heute keine Ausreden, ne? Oh, Sweetbert, Sweetbert. Ich hab noch Zeit bis 0 Uhr. Ist nicht weit. Okay, hier kommen wir wohl nur mit der Schneefuchs rüber. Deswegen hätte ich gehofft, dass wir noch den Schneefuchs-Teil kriegen. Wie gesagt, an jedem anderen Tag wäre mir wurscht, aber heute ist es Pflichtanwesenheit. Und kurz in die Höhle gehen, vielleicht aufladen noch ein bisschen. Mach entspannt, geh erst mal baden. Chillkurz und so, ne? Ja, soll ja auch sein. Essen wir die einfach komplett, so. So, guck mal. Nahrung wieder voll, top. Emma! Ach, wollte gerade sagen, nicht einschlafen, ja. Gut angewehrt. Schön aufgepasst.
Und hier klettern wir mal hoch. Da ist schon mal wieder so ein Licht auf jeden Fall. Oh, wir haben die Schneefuchs zusammen. Die Schneefuchs? Den Schneefuchs. Oh Gott. Hier macht einer Löcher rein. Hilfe. Mutti. Hier, das sind zum Beispiel diese Mineraladern, Dominik. Finde ich total mega cool. Aber ich muss hier ein bisschen aufpassen, Chat. Ist ja wild, ey. Okay, das heißt, hier geht der Weg weiter. Oh, dass man... Die müssen mal das Hochspringen verbessern, damit man ein bisschen hochglitschen kann. Und ich springe, weil ich es kann. Hier geht's wieder runter, okay. What the fuck? Alter, das ist ja riesig, die Insel. Das ist ja total genial. Oh, das ist so cool, ne? So. Aha. Okay. Riesiges Höhlensystem mit jede Menge Eiskörben. Okay, also heute sollte eigentlich gar nicht so ein großer Erkundungstag werden, aber anscheinend gut. Ne? Da haben wir es wieder. Wo komme ich hin? Das ist quasi derselbe Weg wahrscheinlich, ne? Das sieht ja cool aus. Wir laufen mal nach unten. In der Hoffnung. Pudding! Irgendwo kommt Pudding. Wasser. Okay. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Okay. Wo zum Fick bin ich? Geil. Ein Glück, dass ich unter Wasser bin. Die Frage ist, ist das jetzt nur ein Ausgang oder so? Ich bin gespannt. Wir speichern mal und sind mal ganz voll frech und... schwimmen hier einfach mal lang. Wo du bist? Bei deiner Frau. Zu Hause. Hm, das ist auch... unterschreibe ich so, Angelbert. Hm. Wo komme ich zum Fick hin? Okay, da ist ein Ausgang-Chat. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich laufe einfach nur. Wow. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Wir haben wieder das Problem, Chat. Links oder rechts? Gehen erstmal hier lang. Schauen mal. Ich glaube, das ist derselbe Weg, ne? Ja. Wo kommen wir hin? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich laufe halt einfach nur stumpf den Weg hier lang. Und hoffe, irgendwas zu... Hier sind halt 1000 Wege. Alter, chillt doch eure Base, Alter. Das ist ja eklig. Hier gibt's Viecher. Oh, hallo. Wir gucken mal. Pingu ist ja am Start. Ach, das sind immer nur so eine Quarzdinger hier, oder was? Oder gibt's ja auch mal was anderes zu finden? Das sind quasi kleine Quarzlager, auch cool.
Alter, hier ist Magnetit. Das lassen wir natürlich nicht liegen. Da ist noch mehr. Oh, 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 oh. Das Magnetit muss ich natürlich mitnehmen. Also da hört es ja den Uff, ne? Ich hoffe, der greift mich gerade nicht an. Ist auf jeden Fall so ein Schneepirscher. Ach du heilige Scheiße. Mein Inventory ist schon wieder fast leer. Ich flippe hier aus, Alter. Da ist was, Chat. Ich will das nicht. Ja, geil. Hä, was konnte ich denn hier scannen? Ein Glühpilz, okay. Kann das Vieh bitte nicht so schreien? Angst. Ja, dann mach dir doch einfach mal Licht, Typ. So, Licht mit Lampe. Lampenlicht. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Du hältst jetzt die Fresse. Geh jetzt hier weiter. Jetzt muss scheiß Wetter kommen, ja? Dieses Spiel ist auch richtig gegen mich wieder, nicht? Nimm dir Signalboje mit, Dominik, als Tipp. Man muss hier sehr viel markieren. F für Funzel. Nope. Leider nicht. Leider nicht. Scheiß Game. Wetter weg. Sind denn das hier für Bumsensen? Okay, also jetzt bin ich oben, Chat. Guck mal kurz auf meine Map. Und mach dir von den Karten Fotos. Macht sie, habe ich auch von Beden gemacht. Wir sind jetzt hier oben bei den Pilzen und dem Funkturm, genau. Da gibt es rechts noch einen Weg weiter und links unten in der Ecke ist auch noch ein Weg. Die Karte ist natürlich sehr, naja, eigentlich nicht so hilfreich, aber. Hm. Ach so, ja. Ja, wow. Kauzi. Ja, nee. Ich hab wieder nie so weit gedacht. Ist jetzt so ein Schneepirscher da? Ja. Von dem halte ich... Oh, jetzt kommt dieses blöde Kackwetter, ne? Mal nochmal zurückgehen. Sicher, sicher. Das wird eklig. Okay, Schneepirscher. Ja. Keine Ahnung. Höhle. Please. Da. Hier, das Wetter ist ja da gerade blöd. Stimmt, die muss man ja auch erstmal finden, ne? Ah, ich hab nichts gesagt. So. Ich weiß nicht, kann man die kann man doch nicht killen, oder? Haha. Na, guck mal in den Chat. Ja, weil es schon gelöscht ist. Das ist wieder ein Bot. Seine Nachricht wurde automatisch gelöscht. Ah, habe ich dran gedacht, das einzustellen. Manchmal bin ich auch schlau. Und zwar. Okay. Sind sehr aggressiv. Ich hab's bloß so eingestellt, dass ich bei mir die Message nicht sehe. Falls da mal ein Spoiler drin sein sollte oder so. Aber wie gesagt, den Rest könnt ihr ja machen. Ich habe mich halt dagegen entschieden, automatisch zu bannen oder zu timeouten. Sondern nur Nachrichten löschen, weil kann ja mal passieren, dass einer aus Versehen eben so ein Wort schreibt, wisst ihr? Dann werdet natürlich ein bisschen blöd dann. Warum gibt mir die Höhle hier auf einmal kein Dings mehr? Weil es die falsche ist.
Ich bin gerade ein bisschen am Arsch. Dachte, das ist so eine von den Höhlen. Mami. Oh, hier. Oh, Glück. Glück, Glück, Glück. Ah, ist doch schön. Wie gesagt, wir hatten ja letztens auch einen Shazim. Der hatte eine ganz neue Art. Die habe ich auch gleich hinzugefügt. Also die lassen sich halt auch immer wieder was Neues einfallen, ne? Aber da reagieren wir drauf. Das ist ja kein Problem. Muss ich mal gucken, wo ich hier jetzt lang gelaufen bin. Ich laufe jetzt erstmal in Richtung von der Base. Mit dem Fuchs beschäftige ich mich später nochmal. Ah, das ist aber auch eine Rieseninsel, oder? Holy shit. Weil, vielleicht kriegen wir ja hier irgendwo... Irgendwo muss hier was sein, wo wir uns noch wärmen können, hoffentlich. Ich hoff's mal. Also wir brauchen für sowas definitiv mal einen Thermoanzug, ey. Genau, hier ist der Dingens auf der Map gewesen. Da kommt wieder eine Höhle. Wo sind wir jetzt erstmal geschützt? Ich wollte nämlich mal gucken. Ich mach mal alles kurz zu. Ich suche nämlich... Oh, was das immer alles öffnen muss. Also... Ist das Geologie? Nee, das ist nicht Geologie. Tiere, Pflanzen da an Land. Das ist die Frostakazie. Mehrstämmige Bäume sind der Vorraum für Nährstoffquellen auf dem Gletscher selten und begrenzt. Und die Bäume bilden schnell wachsende Wurzelsysteme. Das ist quasi wahrscheinlich das, wo die Glühdinger denn unten dran sind. Wahrscheinlich. Würde ich jetzt irgendwie so schätzen. So, gehen wir weiter. Erkunden wir weiter. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier hinlaufe. Auch ein Schnapp. Hallo? Hallo? Pavan Ivanov. Sicherheit. Oha. Mein Inventory ist schon wieder voll. Ja, wartet mal. Wir könnten ja Titan können wir ja rausschmeißen. Das brauchen wir jetzt. Wenn ich das wüsste, Bruder. Hat der Kyanita in seinem Schrank und ich kann das nicht mitnehmen, oder was ist das? Das ist Glas, ne? Komm ich nie ran, ne? Sau. Ist schon alles erledigt. Wir haben auch gut vorgesorgt. Der Mineraldetektor, ja, der zeigt dir halt an, wo in deiner Nähe Silber ist. Oder Gold oder so. Aber ich finde, das System ist so scheiße gemacht. Ja, und du musst dann auf diese Karte, die über ihm ist, gucken und dann musst du den Punkt genau finden und ach, geh einfach so erkunden. Scheiße auf das Ding. Also ich brauch's nicht, bin ich überflüssig. Then you won't mind if I record this conversation. Is that right? I have nothing to hide. Then what were you whispering about with Vin? Nothing. That guy is so lawful good, it's annoying. Wait, so you were trying to cheat. But no cheating occurred. So what does it matter? It matters to team morale. If you can cheat in the game, how can they trust you out there? I'm sorry, did you feel left out? Perhaps you would like to make a deal. Ugh, Parvin, no. You're shameless. You really never give up, do you? I don't. That's true. Have a manual put that in my next eval. Very persistent. Aber jetzt, ich dachte, sie kann hier irgendwie was machen, aber hier ist ja gar nichts. Oh, da ist noch ein PDA. My dearest Adeline and Rosita.
terrorist. Who says that anymore? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here, and... no. Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Who am I kidding? I can't send this. What's the use? Dominik, guck mal, das Poster. Da ist unser bester Freund drauf. Und Pavan hat auf jeden Fall Bettwäsche. Aber die Bettwäsche hätte ich schon gern, ne? Mit einem Ghost drauf? Also, die, da hätte ich Bock drauf. Gib mal Decke, Rudi. Aber ich frag mich, was das... Ach, das ist der, den wir am Ende getroffen haben. Ah, okay. Ja, ganz schlechte Erinnerungen. Auf jeden Fall. Ah, die Fotze, ey. Stigen Reaper, ey, wirklich. Also, wenn irgendjemand im Internet eine Ghost Leviathan Kuscheldecke entdeckt, ich nehme die. What happened here? I sense many things here. Death among them. Unter anderem den Tod, schön. Ich bin immer gern da, wo der Tod. Und jetzt solltest du weggucken, Dominik, weil jetzt kommt Spoiler. Mach einfach Mute oder so, den Stream. Weil jetzt kommt definitiv Story-Spoiler. Wow. Es ist mir so egal. Okay. Sag du das halt bloß. Will da mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Halskette. This was Sam's necklace. She never took it off. Okay. Kann man die jetzt sich selbst anlegen oder was? Drehen? Hä? What the fuck? Kann man wahrscheinlich irgendwo hinlegen, oder? Ach so. Nee, alles gut. My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage. Ich glaube nämlich, wir haben ihn gefunden. And significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Okay, also Pavan und Samantha sind tot. Cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. Oha. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? It appears that your sister's death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly.
Are your feelings confused? I am detecting more than one. I don't know. I feel... Ich glaube nicht. Disillusioned? Ich glaube nicht. Worried? I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Sehr interessant. Die gute Sam, ne? Die vielleicht gar nicht so toll war eigentlich. Aber wir schauen mal. Hier ist noch ein PDA. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Wow, er drauf ging's. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creatures still dead. Cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now. What's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. And over. Log. Over. Over and out. Die Dinger machen sich gut hier, ne? Die Feuerschoten. Top. So, da erstmal wieder Scanner reinmachen. Wir haben jetzt übrigens noch einen Scanner, weil sie mir ihn geschenkt haben. Wir haben Schneepirscherfell, das ist schon mal gut. Das brauchen wir nämlich für Bauen. So, kicken wir mal hier. Schnell los. Hier ist wieder so ein Dingens. Glas nehmen wir mit. So, brauchen wir nicht. Erweiterter Kabelsatz. Ach du Scheiße. Na, hoffentlich bleibt der eingefroren und das ist hier nicht, läuft hier nicht wie bei Transformers. Ey. Jetzt ist mein Inventory full. Die Scheiße hier kann weg. Brauche ich nicht. Nebel kann weg. Den Scanner kann ich da eigentlich liegen lassen, das mit dem Ding. So, wir fahren mal nach oben. Okay. Es sieht aus wie bei Transformers hier. Zweiter Teil. Ganz wild. Oder erster Teil? Erster Teil. Cool. War ja der erste Teil. Ja! Synthetikfasern. Nice. Gib mir alles, was ihr habt. Hallo. Schädel eines des eingefrorenen Raubtiers. Viel Platz für ein Gehirn, aber es besteht größtenteils aus Knochen und Fett. Ja, Entschuldigung. Bereit? Ja, kann man irgendwas drücken hier? Nein. Probe einfügen. Einfügen, ja. Mhm. Zur Funktion wird ein Injektionsbehälter benötigt. Ich glaube, wir machen den ganz Chat, ne? Wir heilen den von seiner Krankheit und dann geht's richtig rund. Pass auf. Was ist das hier? Kahara-infizierte Pusteln. Umweltbedingungen und geringfügige Mutationen lassen darauf schließen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dieser Variante des Kahara-Erregers etwas niedriger ist als bei dem großflächigen Ausbruch, der zuvor auf 4546b gemeldet wurde. Die Fähigkeit des Erregers, so lange in der Leiche des Leviathans zu überleben, deutet auf stark ausgeprägte saprophytische Fähigkeiten hin. Scans lassen vermuten, dass die Pusteln lediglich der sichtbare Teil eines dichten Bakteriennetzwerks ist, das sich von den toten Zellen des Leviathans ernährt. Trotz des Risikos werden weitere Untersuchungen empfohlen. Aber das machen wir gerne, ne? Untersuchen können wir, Chat. Übel interessantes Spiel, also wirklich.
Vor allem, wie gesagt, dass die Erkundung so viel über Wasser stattfindet, finde ich auch mega gut. Okay, das können wir noch nicht. Guten Tag. Oh, Zähne. Scharfe Zähne zum Durchtrennen von Fleisch und Knochen. Okay. Fahren wir runter. Schmierstoff. Ah, die gönnen hier schon, ne? Mag den Rest Quarz noch weg, weil Quarz kann ich auch so farmen, Kupfer kann ich auch so farmen, Gold kann ich auch so farmen. Nehme ich lieber die wichtigen Dinge hier mit. So, hier war noch ein Weg, ne? Ja. Steht auf jeden Fall ein Krebs schon mal rum, sehe ich von Weitem. Die Salzsäure nehmen wir natürlich dankend mit. Die Klauen. Eingefrorener Leviathan. Wir fanden dieses Ding eingeschlossen im Gletscher. Hat ein paar Leuten einen riesigen Schrecken eingejagt. Hat sich herausgestellt, dass es vor ungefähr 1000 Jahren hier herumlief und im Eis einbrach. Es war mit dem Kahara-Erreger infiziert, der aggressiven Krankheit, die die Erbauer und fast alles Leben auf dem Planeten auslöschte. Es ist unklar, ob die gefundenen mutierten Kahara-Pusten für den endgültigen Tod der Kreatur verantwortlich sind. Seit das Enzymheilmittel auf 4546b freigesetzt wurde, ist der Erreger so gut wie ausgerottet. Seltene Exemplare wie diese sind unsere einzige lebende Quelle. Die Untersuchung des Bakteriums wurde in das sichere Omega-Labor verlagert, während weitere Untersuchungen am Tier selbst an der Ausgrabungsstätte durchgeführt werden. Da waren wir ja schon bei Omega. Warum steht hier ein Krebs mit einem Arm, den ich nicht scannen kann? Warum kann ich den nicht scannen? Why? Wieso? Aber das nervt mich ja jetzt. Müssen wir also zur Basis Copper nochmal. Ja, das war denn hier, Chat. Komm mal raus. War ja eine ganz wilde Nummer hier. Eieiei. Tja, da brauchen wir wohl erst noch was. Damit wir weiterkommen. War ja aber klar, dass wir hier nicht gleich durchrushen können durchs Spiel. Aber interessant. Aber wir müssen mal noch gucken. Auch wieder Silbererz, übel viel. Genau, da waren wir drinne. Genau, jetzt kommen wir wieder raus. Vielleicht können wir bei dem Schnürpirscher irgendwie vorbeilaufen. An ihm. Ich weiß nicht, ob das geht. Probier nicht über Studieren, habe ich immer gehört. Oh, ist aber noch groß hier, wa? Holy shit. Okay. Liebe es, wenn immer irgendwas rumschreit oder so. Ist total super nicht cool, aber interessiert dann schon keinen. Und Pudding. Weil Pudding gibt's immer. Oh, jetzt schon wieder die. Okay. Schrei halt. Aber oben wäre ein Geysir. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, sauber. Hallo. Nee, nee. Geh weg. Aua. Ich wollte mich doch nur aufwärmen. Mano. Ja, das ist ja das Problem. Das überlebe ich nicht. Geysir, bitte sei nett zu mir. Hat geklappt. Das war knapp. Jetzt sieht schon wieder hier. Ich raste. Die wollen mich doch verarschen, Chat. Die wollen mich doch übel verarschen.
sehe hier einfach nur nicht durch, wo ich schon war und wo noch nicht, weil einfach alles gleich aussieht. Das ist komplett wild, ne? Hier ist einfach komplett eine Sackgasse. Cool. Schön. Liebe Sackgassen. Aber ja. Sei ruhig da oben. Riss in die Fresse sonst. Ich stehe da. Naja, die Karte hilft dir halt leider nicht wirklich viel, ne? Vor allem muss ich jetzt erstmal den Rückweg finden. Ach du liebe bisschen. Das wird erstmal eine Nummer. Aber irgendwo hier hinten lang, glaube ich. Eieieiei. Da ist schon wieder irgendein Eingang. Cool. Oh, Schneepirscher. Kommen wir irgendwie an dem vorbeilaufen? Ciao. Mini-Schneepirscher. Oh, der kommt. Tschüss. Der hat richtig Bock, Chat. Hallo. Oha. Der Brudi hat keinen Bock. Was ist denn, wenn ich den mit dem Messer hau? Passiert nichts. Gut. Dachte, ich krieg Fell. Ciao. Erstmal schnell weg. Sieht auch gefühlt alle gleich aus hier, ne? Egal, wo ich hinkomme. Aber hier war ich schon mal. Das ist ja schon mal positiv, wenn ich schon... hallo? Ist hier jemand drin oder so? Hilfe. Alter, warum ist hier so dunkel? Eigentlich bei... Von so einer Höhle komme ich doch, wo es so dunkel war, oder? Ich glaube ja. Als, jetzt bin ich hier in der... Hä? Ich bin verwirrt. Da oben, da kann man hoch. Bibi. Hier ist noch eins. Was? Es gibt... Hier gibt es eine Art biofluorizierenden Pilz. Gott. Wenn ich meine Taschenlampe auf sie richte, fangen sie an, wunderschön zu leuchten. Ein entspannter Moment auf diesem kargen Planeten. Okay. Und wo sind diese? Ja. Ach so, hier die. Ah, okay. Interessant. Da wird bestimmt wieder nur Quarz drin sein. Upsi. Den Rückweg finden wird lustig. BB Sweetbert. Überall diese Kackpirscher, ne? Widerlich. Ah! Wow, genau in ihn reingelaufen. Na, jetzt ein Glühstrumpf, Alter. Weiß halt nicht mal, wo ich bin, Mann. Lass mich in Ruhe. Versuche. Fick dich! Ich komme aus dieser Höhle, gefährliches Wetter. Hä? Ja, ist doch okay jetzt. Hau doch einfach ab, du Stück Dreck, Mann. Wow. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Wer bist du, Junge? Wo bin ich? Ich habe noch einen Anleger gefunden, ne? Hier gibt's zwei. Ja, man kann ja leider wieder keine Tiere töten.
Jetzt würde ich ihn mit meinem Messer mal richtig platt machen hier. Du kriegst das Maul, Junge. Upsi. Alter, wie viele noch? Hilfe! Ah! Mutti! Wo bin ich denn nun schon wieder? Ah! Ich hab mich total verlaufen und verfranst und weiß nicht, wo ich bin. Ah! Ja, ja, ja. Ganz wild. Ganz wilde Nummer hier. Okay. Ist wieder eine. Yes. Boah, sie ist hier nicht mal durch, Alter. Jetzt bin ich hier irgendwo oben. Da ist wieder ein neuer Anleger. Jetzt bin ich irgendwie auf der anderen Seite gelandet. Ich hab hier keine Ahnung, Alter. Naja, wir schauen mal. Hey, jetzt wie die Zelt. Ich bin verwirrt von der Sache hier. Aber gut. Vor allem muss ich die Höhle denn irgendwann auch wiederfinden. Tja. Wie denn? Hypothermia imminent. Ja, drohende Unterkühlung ist jetzt richtig kacke. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ja, ist schön. Ja, gut. Mike verkackt. Oh, lol, das zählt als Höhle. Wow. Ja, halt die Fresse. Ich suche einen Ausweg und ständig kommen diese Kackviecher hier. Ich verfranz mich noch mehr, als ich schon verfranst bin. Quasi. Jetzt kann man hier wieder tauchen. Ich hab hier... Naja. Irgendwann werden wir schon irgendwie irgendwo zurückkommen. Hoffe ich. Vielleicht. Schwer. Schwer. Also die Orientierung finde ich recht schwer gehalten hier. Also ich hoffe nur, dass das Ding jetzt auch gleich irgendwie einen Ausgang hat hier. Sonst haben wir ein Problem. Man sieht doch nach dem Ausgang aus. Aber wo bin ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich lieb's. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder bei dem anderen Anleger gelandet, oder? Ey, Alter. Okay. Hä? Also die brauchen beim nächsten Teil auf jeden Fall mal eine vernünftige Karte, Alter. Hier sieht doch kein Mensch durch, Mann. Eieiei. Jetzt bin ich wieder auf der Seite gelandet. Wie verwirrt wollen sie sein? Ja. Das Wegfindungssystem ist ja katastrophal. Also klar, du brauchst ja eigentlich bloß in die Richtung laufen, aber wohin? Jetzt geht da auch wieder was lang. Ich hab doch keinen. Laufe ich jetzt schon wieder zurück, oder? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Mhm. Du bist schon so ein Shelter, Alter. Da ist eine Höhle. Geh ich jetzt rein.
Jetzt bin ich wieder bei der Pirscherhöhle gelandet. Ah, Mutti! Oh, ey. Oha, Luxobert macht heute Pudding! Und hallo Inesbert. Und willkommen zu, wir gucken Kauzi zu, wie verwirrt er ist, weil er den Weg zurück nicht findet. Simulator. Jetzt bin ich doch echt wirklich tatsächlich wieder hier gelandet. Jetzt bin ich auf der Seite. Na, wir schauen mal. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal. Das ist ja ultra wilde. Ich muss hier auf jeden Fall durch irgendeinen Spalt gehen. Und vorheißen? Meins vorheizen. Ah, scheiße. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Warum zählt diese Scheißhöhle jetzt schon wieder nicht als Dingens? Ich kotze hier so ab, Mann. Lauf, Kauzbert! Oh, Höhle. So. Und ich glaube, das ist die Höhle, aus der ich gekommen bin. Was machen die eigentlich, wenn man auf die haut? Ja. Ja, ich habe den Rückweg, glaube ich. Hoffe ich. Sieht gut aus. Oh, hier einfach nur zurückschwimmen. Ja, mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir das hier wollen. Ich würde heute auch gerne nochmal wieder bei meiner Base ankommen. Das wäre echt cool. Noch weiter, oder? Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. So halbwegs richtig, was ich hier mache. Oh, jetzt kommen wieder zwei Wege. Hier ist ein Pirscher, hier nicht rennen. Warte mal, hier wo die ganzen Körper. Ja. Ist nicht schlecht. Genau, und hier die Treppe hoch. Leider. Treppe. Genau, hier die Leiter hoch. Auf jeden Fall schon mal richtig. Genau. Nur gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ochi. Genau, da ist Robotik und jetzt nur noch zurück. Ich hab's doch tatsächlich geschafft. Ich werd ja verrückt. Aber so richtig erfolgreich war ich jetzt wieder eigentlich nicht. Bisschen hier was, ein bisschen was, 1000 neue Fragen und ja, das warte mir wieder. Ja, Klassiker. Aber okay.
So ist das eben. Aber wenigstens den Rückweg gefunden. Immerhin. Dann können wir uns jetzt nämlich hier hinten auch mal ein bisschen auf der anderen Seite umgucken. Hier ist ja die Brücke. Genau. Die Brücke. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Altera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Oh, okay. Ab ins Wasser. Hab mich mal gerade kurz ins Wasser gerettet wegen der Temperatur. Ja, das ist ja wild, ne? Was hier abgeht, ist schon übel. Also, wir müssen auf jeden Fall auf die Brücke, also die Brücke bedingsen. Komm ich jetzt nicht rüber, oder was? Doch, hier. Ich glaube, wenn ich hier hochgehe. Ah, das sieht gut aus. Okay, hier ist dunkel. Wir machen mal den Lampion hier. The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Was habe ich denn jetzt? Erbauer-Artefakt. Scannen. Energiegenerator. Recyclotron. Das ist die Anordnung fremder Geräte, dazu dient, Energie in Megajoule-Bereich anzusammeln und schnell freizusetzen. Die wird durch im Inneren gelagerte Ionenwürfel gespeist. Diese Superkondensatoren können verwendet werden, um kurze Spannungsspitzen in den Leitungen zu glätten, die verschiedenen Erbauerstandorte miteinander verbinden. Ist ja wild. Okay, das war's dann auch wieder hier. Oh, schon 1000 neue Baupläne schon wieder, Jet hier. Tausende. Hält Nahrung kühl und schützt sie vom Verderben. Das ist cool. Klar, war es aber logisch, ne? Hat so einen Kühlschrank an, nicht? Zerlegt Gegenstände in ihre Bestandteile. Das ist ja geil. Recyclingmaschine, Schei. Hammer. Was ist der Schneefuchs? Können wir sogar schon bauen? Cool. Alter, wie viel ich bauen kann. Eieieiei. Liebe bisschen, ne? So, wieder raus. Machen wir hier nochmal so eine Schote. Oh. Hotspot Licht. Ich hänge hier fest, Mann. Danke. Ich glaube, da geht's nicht weiter, oder? Ich glaube, hier ist Ende. Ja, richtig. Hui, das war aber eine wilde Reise hier. Das war ja eine ganz wilde Reise. Und wir müssen ja die... Aber einen Bauplan für das Ding bräuchten wir mal. Damit wir das Ding auch herstellen können. Hier ist auch nochmal ein kleiner Weg. Keine Ahnung, wo der jetzt noch hinführt. Also, ich weiß auf jeden Fall, wenn wir Quarz grinden gehen wollen, gehen wir hier hin. Das ist ja ultra wild. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum richtigen Anfang, oder? Naja, genau.
So, dann war's erstmal das. So. Würde ich sagen, gehen wir mit unserem ganzen Schnüssel mal zurück und bauen erstmal auf jeden Fall das Recyclotron. Da habe ich Bock drauf. Weil es doch voll geil, wenn du irgendwas nicht brauchst, hier 1000 Batterien hast oder so, dann kannst du die wenigstens schön zerlegen. Toppi. Toppi, toppi. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Bergwerk mit dem Krebsi. Und zwar hoffe ich, dass wir da vielleicht noch irgendwo was übersehen haben. Für den ja, du empfängst immer irgendwas, Bruder. Alter. 1500 Meter. Boah. Huch. Hm, viel Vorrat können wir. Oh, wir sind richtig, richtig voll. Ach, du heilige Bissin, du musst erstmal ausladen gehen, shit. Halleluja. So. Wir sind bei der Base. Geil. So, jetzt erstmal ausladen, Chat. Wir haben ja so viel Shit dabei. Holy frick. Oh, wir waren jetzt aber bestimmt anderthalb Stunde waren wir unterwegs hier Dingsen, ne? Heilige Scheiße. Wo wir gleich noch unser Wasser nicht hingucken. Ride Mode. Weil das immer so hell sein muss, ne? Sind die auch nicht, warum? Aber zwei Wasserfiltermaschinen reichen ja locker, Alter. Das ist ja easy. Ich glaube, ich baue uns noch einen eigenen Schrank, ey. Ist ja übel. Also einen eigenen Schrank quasi. Nur für, die Dings hieß hier. Für Wasser. Na, guckt mal. Mal wer Wasser. So, die Poster brauchen wir ja nachher noch. Na, guck mal, wie viel Wasser ich jetzt schon dabei habe. Ah, der Parallelprozessor, die hat uns den ja nicht aus Langeweile eben. Safe nicht. Ich hab so viel Stuff, Alter, ist der Wahnsinn. Die nehmen wir erstmal mit rüber hier, die machen wir da erstmal raus aus dem Schrank. Ah. Magnetit, Salzsäure, Energiezellen. Oh, wir haben auch Nahrung. Blöcke. Muss auf jeden Fall erstmal einen Schrank da oben hinsetzen für die ganze Wasser und so. Was kostet denn ein Schrank? Oh, die Energiezellen-Ladestation haben wir ja schon. So, die hat sich direkt freigeschaltet. Das ist ja top. Zwei Titanen sind's. So, weil Wasser, also zwei Maschinen reichen ja. Also, diese, das ist ja lässig, ne? Ist ja ultra lässig. Ich hab so viel Wasser. Holy shit. Also, war eine gute Entscheidung. So, dann stellen wir hier nämlich noch den Schrank hin. Dann könnte man da auch noch den Salzschrank noch später hinmachen, ne? Ich muss ja nicht mal alles Wasser hierbei haben. Und die ganzen Nahrungsblöcke. Der ultra wild. So, dann würde ich sagen, müssten wir ja eigentlich erstmal. Baut mir jetzt den Anzug? Wäre schon eine Idee, oder? Sorgt für physischen Schutz und ein besseres Überleben bei
oder für Krebsi. Ah, ich bin hin und her gerissen. Was wartet jetzt? Zwei Diamant-Chat, ne? Und zwei Titanen, naja, gut. Na komm, bauen wir erstmal den Anzug. Dann haben wir ihn endlich. Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. So, dann haben wir erstmal wenigstens den Anzug mal langsam. Plus die Handschuhe, perfekt. Das sieht doch top aus. Der Parallelprozessor, das macht mich halt fertig, ne? So, wir brauchen noch einen Titanbarren. Dann können wir nämlich den Recyclomat bauen. Titanbarren, danke. So. Es macht mehr Spaß, dir zuzugucken, als selber zu spielen. Dankeschön. Das finde ich sehr schön. Das ist ein sehr gutes und geiles Kompliment. Genau, da ist das Recyclotron. Oh, was wollten wir denn hier hinstellen? Wo will ich denn das jetzt hin? Lass mal hier so ein bisschen schick. So. Da ist das Recyclotron. This hybrid technology allows for the recycling of natural resource components without rinsing and sorting them into bins first. Oh, der steht aber schief. I. Das geht so nicht. Ah, besser. So. Also könnte ich jetzt quasi... Kann ich da auch Wasser reinmachen? Nee. Könnten wir denn mal ausprobieren? Die Batterie, ne? Tatsächlich, guckt mal. Und das ist auch 1 zu 1, glaube ich. Ja, 1 zu 1 recycelt das Ding. Geil. Nice. Das ist ja cool. Das ist ja crazy. Gefällt mir. Schön. Wir müssten mal von Konstruktionsmodul die Batterie wechseln. Das machen wir mal. Und schmeißen wir die gleich darin. Reparaturmodul könnten wir auch mal wechseln. Ich sag ja, die müssen beim nächsten Teil mehr Schnellslots machen. Ich finde das so nervig. Ich hab doch Tasten 1 bis 9. Wieso beschränkt man denn das auf 5? Das ist total lästig. So, 100... Und die Batterie wieder hierin. Sehr schön. Scanner ist noch reichlich voll. Ja, ist okay. So. Ein Kaffeeautomat wollten wir hier bauen. Kostet 2 Titan. Stimmt, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt keinen Titan mehr. Da war ja was. So, jetzt bauen wir das Titan. Was, Henki? Wer ist denn Henki? Hemlo. Na, klappt nicht so bei dir heute, Wali, ne? Klappt bei Wali heute nicht so. Von schmutzigem Bodenwasser. What the fuck? Ist halt richtig, Brudi. Was war denn das andere? Stirnlampe kann ich noch nicht. Die Quantenkisten könnten vielleicht auch noch irgendwann mal interessant werden. Schneefuchs bauen wir auch gleich noch, aber, oh Gott, was wollte ich denn gerade noch bauen? Ach, hier, Dingens, Energiedingens-Teil. Erweiterter Kabelsatz Lithium-Titan. Alles klar. Titan. Oh, Lithium müssen wir bald wiederholen. Mit einem Reaper. Jawohl. Das mögen wir doch alle gerne. Dazu brauche ich einen Computerchip. Das heißt, ich brauche den Kabelsatz. Warte mal, Kabelsatz habe ich noch. Im Schrank.
Gold und den Kupferdraht. Habe ich auch, glaube ich, noch im Schrank. Ich gicke. Ach, ich habe einen erweiterten. Ach, das ist ja... Hallo. Tja, ist ja easy peasy. Wo hänge ich nicht hin? Ah, da. So viel Platz. Machen wir hier hin. Ah, wir kommen langsam wieder an unser Energielimit. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können ja mal schauen, wegen dem zweiten Kernreaktor noch. Aber ich wollte jetzt erstmal Schneefuchs anpinnen. Ach Gott, das ist ja süß. Wo baut man den? Weil der ist ja ein Überwasserfahrzeug. Das wird jetzt wild. Warte mal, ich mache uns nochmal den Reaktor hin. Ah, wo ist denn der Reaktor? Bei Energie, ne? Außenmodul? Der Wärmekraftwerk ist ein Außenmodul? Interessant. Da. Also erweiterter... Achso, ich habe eh kein Blei, ne? Scheiße. Müssen wir doch wieder oder haben wir noch Blei? Wow, eins. Geil. Ich kick mal kurz Chat, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, wir sind auch schon ziemlich weit, Wai. Wir haben hier schon echt viel erreicht. War heute wieder... Spiel war heute wieder nett zu uns. Zeig ja, dass man das hier nicht baut. Das war mir fast klar, aber wir haben ja noch so ein Dingens gekriegt. Das mal. So ein Raum dafür. Irgendwas war mir, dass wir dafür was bekommen haben. Schneefuchs-Schweberampe. Ein Titan, zwei Titan und ein Kabelsatz. Na klar. Und ist für den Außenbereich, ne? Da bin ich ja mal gespannt. Wir machen das mal. Zwei Titan. Und der Kabelsatz. Da. So. Also, raus. Dann schauen wir mal. Okay. Wo macht man die jetzt hin? Okay, ist rot, cool. Haben wir die Überwasser mal vielleicht? Ach, die muss man auf Land stellen, natürlich, Alter. Hä? Ja, geil. Ah, oh, das wird es nachher bestimmt zu Genüge geben. Bin ja auch ein Depp. Die muss ja auf Land stellen, natürlich. Hä? Der Typ, ey. Ah, das Problem ist, dann würde ich sagen, dass wir das immer in der Dings lassen, weil, ja, wie ihr seht, das muss man halt auf Land bauen, war ja irgendwo klar. Am besten da, wo diese Vieh-Dings ist. Diese Viehstation. Oh, oh Gott. So, erstmal alles raus hier. Was brauchte ich jetzt dafür? Genau, und die Station brauche ich denn wahrscheinlich, um Schneefuchs zu bauen. Und für Schneefuchs brauche ich noch eine Batterie. Wir könnten nur noch mal schnell rüberschippern. Weil ich würde das unbedingt gerne mal testen. Eine Batterie brauchen wir noch, ne? Batterie habe ich. Nehmen wir kurz noch ein bisschen Titan mit. Sicher ist sicher.
denn hier die Schwebeplattform? Schwebeplattform, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Sehr gut. One more dance, sweetie. So. So, wo haben wir denn Basis? Wow. Oh Gott. Basis Feeder. Sieht man das irgendwo, wie lange das Abklingzeit hat? Nee, ja. Kommt aber recht schnell rüber. Ist schon cool. Na, no, dann würde ich gleich da am Anleger gucken, ob wir das da hinbauen können. Erstmal jeden Fisch angefahren, der mir in die Quere kommt. Ja, das ist so angewehrt. Ich hab's einfach nur so. Ne? So. Guck ich mal, ob das funktioniert. Ja, sage ich ja. Kann ich hier hinbauen. Baue ich hier neben. So, ich kick mal. So, Schneefuchsrampe. Konstruieren. Oha. Das wird Bildschirm. Oha. Geht wieder lesen. Lies. Sau. Da ist er. Aufsitzen. Das Ding wärmt mich gleichzeitig. Ist das cool? Like riding a bike. Das ist ja nice. Okay. Schub. Umschalten links. Ich will nicht auf Schub. Ich drück jetzt. Ja, geile Scheiße. Hammer. Nice. Das ist ja cool. So, dann kann ich jetzt wenigstens nämlich mal kurz in Ruhe gucken, was jetzt hier mit der Brücke ist. Viel Spaß, Dominik. Und danke fürs Dasein. Oh Gott, ich hab nicht nach unten auf den Boden geguckt. Echt der Typen. So, das kann raus und das kann auch erstmal raus. So, wo ist denn jetzt die Patrone? Wenn wir die nämlich gleich reinmachen. Und dann können wir die Brücke auf jeden Fall noch reparieren. Heute. Oh, so viel zu entdecken. So viel. Viel Spaß, Vivibert. Na, wo ist sie? Ja, ich sehe sie gerade nicht da. Uha, aber kriegen wir. Kriegen wir, Chat. Haben wir. Easy. Geil. Erweiterungsmodule? Geil. Oh, ihr liebt das Ding jetzt schon, ne? Das ist ja so cool. Love it. Das ist total geil. Miau. Aber ich bin doch gar nicht der Kater. Der Kater ist doch im anderen Stream. Hallo Rin. Es geht. Der übrigens heute auch noch streamt. Wenn ich es richtig gelesen habe. Aber voll geil, oder? Wenn man jetzt hier einfach so überall lang kann. Das ist ja mega. Nö, mag ich. Aber wir gehen erstmal zurück und stellen das Ding her. Na und? Ich bin ein Kätzchen. Okay. Bauch hin. Das Kätzchen. So. Wir haben heute viel erreicht. Mega viel.
Und wir werden gleich noch die Brücke machen. Oh yeah. Ich habe jetzt ein Schneemobil. Ein Snowmobil. Das ist gerade bei der Größe dieser Insel sehr zu empfehlen, habe ich festgestellt. So, und jetzt einfach nur noch auf die Plattform und dann wird es wieder aufgeladen wahrscheinlich, denke ich, hoffe ich, oder? Oh yeah. Ja, top. Guck mal. Schön. Hier können wir sie noch bearbeiten. Oh ja, sehr geil. Wird gleich wieder aufgeladen. Ah, cool. Gefällt mir. So, schnell zurück zur Base. So. Ja, ich nehme euch, wie gesagt, denn um 18 Uhr, wenn der Herr Slayer in seinen Bildschirm in den Chat-Chatting-Screen wechselt, gehen wir rüber. Dann nehme ich euch alle mit und dann werde ich da mein Silvester im Streamschiff verbringen. Werde gleich noch schön was essen. Genau, ja. Ah, wir müssen die Bahn noch ausräumen. Die ist noch voll mit Zeug. Ich würde sagen, ich räume die jetzt mal noch aus. Dann machen wir gleich noch die Brücke. Aber manchmal will er mich hier nicht rinnen lassen, ne? Das mag er nicht. So. Das ist komplett leer. Und ich habe die Wasserprobleme gelöst. Ich habe endlich kein Wasserproblem mehr. Lange gedauert, aber... Ich hab's geschafft. So, dann müsste hier ja Magnetit kommen als nächstes quasi. Oder hatten wir schon Magnetit? Nee. Als nächstes kommt Magnetit, passt. Oh, ich habe die drei Blei für den Reaktor. Toll. Dann würde ich sagen, nehme ich die gleich mal mit, wa? So. Dann müssen wir nur noch direkt so eine Dingens bauen hier. Kernbatterie, Zeugs. Rubin. Rubin haben wir aber auch schon viel verbraucht. Krass. So, Quarz hierin. War da rein. Wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz und einen Plastahlbarren. Plastahlbarren ist klar. Den können wir schnell machen. Genau, da ist die Hydraulikpatrone. Die bauen wir gleich. Ich hoffe, dass eine reicht. Aber ich glaube, eine reichte. Ich nehme euch jetzt rüber. Haare waschen. Langsam fertig werden. Viel Spaß. Klarstahlbarren. So. Dann brauchen wir noch den erweiterten Kabelsatz. Habe ich jetzt natürlich total verkackt. Hab ich hier nichts mehr drin. War. Ich habe den Kupferdraht hier, aber den können wir noch wegmachen. Dann brauchen wir jetzt noch einmal Gold. Und die Tischkorallenprobe. Sieht richtig. Ja. Dann halt den Computerchip. Zwei Silber für den Kabelsatz. Wie viele ich von diesen Fasern schon hab, wa? Und ich hab noch nie eigentlich Insel hergestellt. Bild. So. Computerchip und das Ding, genau. Perfekt. Da müssen wir aber mal wieder Tischkorall noch grinden. Bild. So. Dann können wir den Reaktor bauen. Das Problem ist aber, wir brauchen noch eine Kernbatterie. Wo konnte man die denn hier machen? Da. Kostblei, fick dich, Spiel. Halt's Maul. War doch klar. Fuck off, Alter. Boah, ich bin jetzt erschrocken. Das war das Dingens.
Na, ah, guck mal, der ist schon wieder komplett leer. Das ist so nervig, ey. So, dann gehen wir mal hier das Zeug weiter ausladen. So, hier war noch in Uran drinne. Hier waren die ganzen Pilze drinne, die ich brauche. Übelst viel Zeug hier drinne, ne? Ist ja alles voll hier. Ja, wild. Mal kurz aussteigen hier. Okay. Wollt mal kurz gucken, wegen dem Außenbeetkasten. Also diese Antennenlilien sind super. Der Höhlenbusch, weiß ich nicht. Inventar voll, der bringt auch irgendwas. Okay, wartet mal, machen wir gleich. Wir gucken mal, wie das mit dem... Ich kann den hier nicht einpflanzen? Okay. Dann ist das wohl für innen, oder? Ich kicke mal kurz. Kann ich gerade mal so ein Ding bauen? Wo sind denn die innen? Normaler Pflanztopf, kostet alle Titan, okay. Die Pilze. Die Pilze. Genau, hier wollte ich sie drin machen. Und die komischen Ringpilze hier kannst du mal richtig rausmachen. So. Die schmeißen wir gleich ins Meer. Ist ja kein schlimmer Abfall. Können wir hier drin schmeißen. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Wiedersehen. So. Achso. Ja, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Wollte hier rein. So. Dann hole ich mir mal einen Innenbeetkasten und guck mal. Schöner Pflanztopf. Stell den mal kurz hier in die Ecke. Dann gucken wir mal. Ah ja. Hier geht's. Geil. So. Jetzt haben wir jetzt noch Schneeball. Könnte eigentlich weg. Wie blöd, dass ich den jetzt dabei habe und nicht zugreifen kann auf den. Kann ihn nur einfach wegwerfen, aber gut. Oh, ich muss kurz auf Toilette, Chat. Bis gleich. So. Ja, Problem war jetzt, wir hatten ja kein Blei, ne? Ach, Kacke. Danke.
Sehr nett. Schneepirscherfell schmeiß ich mal hier mit drin. Pause? Achso. Speedy war ein bisschen zu spät. Gerade sagen, ich hab doch gerade ausgemacht. Müssen wir wohl noch ein bisschen Blei besorgen, schnell. Guck mal, hier haben wir schon wieder neues Wasser, ist so geil. Wie schnell das mit dem Wasser geht. Das ist total cool. So. Achso, ich habe auch immer noch Metallschrottzeug bei. Sehe ich gerade. Könnten wir ja mal direkt zu Titan verarbeiten. Nehmen wir das hier noch alles mit. Und bitte. So. Dann haben wir erstmal soweit alles leer geräumt, bis auf jetzt das eine da. Ist doch wurscht. Kostet denn der Kernbrennstab? Ach ja, Blei und Glas, stimmt. Deswegen wollte ich Blei holen. Dann legen wir erstmal kurz alles ab. Weil ich wollte jetzt das erstmal mit der Brücke noch machen. Und mit der Energie passt ja erstmal. Das machen wir dann beim nächsten Mal einfach. Das machen wir jetzt ganz auf entspannt. Ja, nicht gestresst hier oder so. Davon brauche ich viel. Die nehmen wir gleich mit. Da war Uran drin. So, die ganzen Batterien. Das können wir alle ablegen. Ich habe mittlerweile so viele Batterien. Holy shit. Dit kommt weg. Dit kommt weg. Salzsäure. In Medkit. Poster. Parallelprozessor, ich leg das jetzt erstmal alt so weit ab. Wenn wir es brauchen, können wir es holen. Schrecklich. So. Dann gehen wir nochmal rüber. Ah, wartet, wir brauchen noch so ein Schlingbüschel-Ding. Und holen wir Dings hier raus und dann haben wir das. Haben wir ja gleich neben uns. Müsste ich ja normal hier am Fabrikator bauen können, theoretisch. Sollte das zumindest so sein. Oh, hier, perfekt. Guck mal. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob wir nur eine brauchen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube ja. Ne, müssen wir noch ein bisschen grinden, dann wird's wild. Und das nächste Mal machen wir dann den Bleigrind. Wie gesagt, wenn denn der Bierslayer raus ist aus seinem Startscreen, gehen wir rüber. Super. So, das machen wir auch grün. Das, nee, was gehört denn zu mir? Gelb, ne? Gelb. Tschu-tschu! Boost! Ja! Schneller! Geilo! Nochmal! Wir sind fast da. Ne, jetzt lieber doch nicht mehr. Wir nehmen den Dings mal mit, den Schneefuchs. Eigentlich müssten wir den ja jetzt Akrasia nennen. Haben wir nämlich Angels, Video und Akrasia. Und hier liegt noch ein PDA, du Idiot. You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking.
Can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Ich sehe nicht mal, wie sie aussieht, aber mal gucken. Wenigstens wird mir wieder warm. Weiß nicht, ob das rot Duty noch ist. So. Gucken wir mal, ob wir die Brücke aktiviert kriegen. Weil da sind... Naja gut, da fehlt eine, genau. Necessary repairs. Geil. Ich hab's gemacht, Chat. Geil. Hammer. Hui. Ich hab nicht mal eine Ahnung, ob das was... Ah, man sieht halt wieder super viel hier, ne? Also da lang quasi. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Ja, das ist die Kreatur, die wir schon getroffen haben. Jetzt sag mir nicht, das ist der normale Weg, den man hätte einfach nur gehen können. Naja, wundern wird's mich nicht. So viele Wege. Wieder mal. Aber auch nichts Neues mehr. Achso, so hier mit der Maus lenke ich die Kamera, okay. Auf wilde Steuerung. Okay. Also gegenständemäßig haben sie ja richtig Bock, ne? Der Insel. Nochmal ein PDA. Was? Omar im Auftrag der Delta-Bergarbeiter, Quartiermeister Joe. Ich spreche im Namen des gesamten Bergbautrupps. Tag für Tag riskieren wir unser Leben in diesem verfluchten Gebiet. Als wir uns für diese Mission meldeten, wurde uns nichts über die Eiswürmer gesagt. Wir verloren ein gutes Fünftel der Mannschaft, bevor Altera etwas unternahm. 6 unserer Kumpel wurden mit Notfallshuttles vom Planeten gebracht. Markus stattdessen wurde von einem Eiswurm aufgespießt. Haben Sie jemals jemanden gesehen, der von einem Eiswurm aufgespießt wurde? Diese von der Firma entwickelten Klopfer sind nur eine Übergangslösung. Sie lenken die Eiswürmer vorrangig ab, solange sie Strom haben. Aber wieso sollen wir sie verwenden, wenn die Batterien so schnell verbraucht sind? Wäre es möglich, uns zusätzliche Ersatzbatterien zu schicken? Ein bisschen mehr Saft würde viel bewirken. Okay. Aber sonst ist hier irgendwie nichts, ne? Nichts scannen oder so? Kann man das, da was da dran hängt, scannen? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ich setze mich ja schon drauf. Hypothermia imminent. Ja, ich weiß es doch. Chill doch. Ich hab doch hier alles unter Kontrolle. Denke ich. Jetzt wollte absteigen. Kann ich das hier dran scannen? Nein. Oh, da geht eine Treppe nach unten. Ich liebe es, diese Tunnel zu erkunden. Sie bezeugen die Kraft der Eiswürmer auf erstaunliche Weise. Für die schiere Menge Eis, die sie in wenigen Augenblicken durchschneiden können, benötigen wir ein paar Tage. Ihr Tunnelbau ist schonungslos und effizient. Altera kann nur davon träumen, diese Art von Bergbau ihr eigen zu nennen. Die Eiswürmer spüren beim Graben mineralstoffreiche Ansammlungen auf, aber unter die Oberfläche zu gehen ist riskant. Wir haben schon so viele verloren. Ich verstehe nicht, warum wir in diesem speziellen Bereich des Gletschers bleiben müssen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Höllenloch zu verlassen. Oder Eisloch, was auch immer. Ich hoffe, Sie genießen Ihre relative Ruhe.
Okay, hier geht's runter. Guck mal, Chat. Achso, das ist bloß wieder so eine Anlagerung. Das ist Silber alles. Ich will das ganze Silber. Scheiß auf das Kupfer. Gib mir das Silber, Brudi. Gib das jetzt. Hammer. Aber das war's, ne? Ja. Okay, das ist ja eine ganz wilde Nummer wieder hier. Eieiei. Wir sind von da gekommen, ne? Alter, jetzt fall doch nicht runter, du Penner, ey. Weiß ich nicht, woher ich gekommen bin. Ich glaube von da. Müsste ich ja hier lang, theoretisch. Bin ich von da gekommen? Ich sehe hier ja nicht durch auf dem Planeten, Junge. Das verwirrt mir alles übelst. Geht's auf jeden Fall nicht weiter. Oh Gott. RIP. Ich denke, dass das nicht so sein soll. Was ich hier mache. Ja. Nun. Das war, wie gesagt, denke ich, nicht so der Plan. Dass das so sein soll. Kann ich hier irgendwie lang glitschen oder so? Ich würde das Ding gern behalten, aber ich glaube, ich hab's verbuggt. Ja. Ja, RIP, ne? Ja, geil. Das war ja mal super. Ah. Vor 5 Minuten, wow. Super. Ja, ich dachte, da wäre ein Weg, aber da war keiner. Ach, scheiße. Wow. Ernsthaft jetzt? Boah, jetzt hat kein Bock mehr. Jetzt bin ich piss und Depri. Auch der ganze Scheiß jetzt nicht nochmal. Habt ihr Lack gesoffen, ey? Halt, machen wir nächste Mal nochmal ganz in Ruhe. Ich muss jetzt gleich was essen. Ich hab Hunger. Deswegen machen wir das ein andermal. Das wird jetzt sonst wieder zu viele Hektik. Das ist immer blöd. Gehen wir lieber, weiß ich nicht. Geht jetzt noch ein bisschen Bleigrinden oder so. Das macht mehr Sinn. Wie gesagt, jetzt hier Hektik zu machen, das wäre scheiße. Aber ich hab Hunger, Chat. Und ja. Wie gesagt, jetzt essen und dann noch weiter streamen. Ich will noch ein bisschen Energie behalten. Für meinen heutigen Tag. Wisst ihr? Wir können ja, wie gesagt, noch ein bisschen Blei gucken, ob wir ein bisschen Blei noch rankriegen. Dann gehen wir nächstes Mal auf die Insel nochmal. Dann gehen wir nochmal ins Bergwerk Kopper mit dem Krebs. Und dann ja, bauen wir noch den Kernreaktor, den zweiten. Füllen den mit Kernbrennstäben und so. Ich würde sagen, so ist das eine gute Idee. Dann kann ich meine Stimme nämlich nochmal ein bisschen ausruhen. Alles. Ist besser. Oh, Bleigrinden wird ja wieder richtig ultra. Scheiße. Das ist immer so eklig. Und dann hast du ja bloß eine Chance auf Blei. Das ist ja das Schlimme daran. Hast du ja bloß immer nur eine Chance da drauf. Wie gesagt, dann nehmen wir gleich rüber. Da freue ich mich schon. Rüber zum Bierslayer. Da kann ich schon Ruhe essen. Und dann ist alles schick. Das ist Kupfer. Kupfer. Aber ich will ja nicht Kupfer. Ich will ja das andere Dingens. Oh, Moment.
Ich will doch der Blei da. Blei will ich. Na, vielleicht haben wir ja nächstes Mal Glück, denn wenn wir runtergehen, dann machen wir nächstes Mal als erstes erstmal mit dem Krebsinstinkt. Gucken, ob wir da den Bohrerarm noch kriegen. Genau. Weil, vielleicht sind ja da Bleiablagerungen. Dann könnten wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weil so grinden ist Blei halt einfach komplett scheiße. Halt die Fresse hinter mir. Hör mal. Hier sind ein paar Ablagerungen. Müssen wir mal gucken, was hier alles dabei ist. Ah, ist bloß Silber, ne? Hm. Silber bringt halt gar nichts. Lithium wäre auch nice. Brauchen wir nämlich auch schon wieder. Eigentlich brauchen wir schon wieder alles. Wie immer. Kennen wir ja nicht anders. Okay, hier ist irgendwie die Programmierung fehlgeschlagen. Finde nur immer diese schönen Gebiete nicht mehr wieder. Müsste ich mir auch mal ein paar Bojen setzen, wo ich was gut grinden kann. Weil bei dem Eden, da lag ja so viel Lithium rum. Da müssten wir uns das alles mal markieren. Ist ja ja nicht mehr. Ja, ultra wild. Ja, wir brauchen diese. Ach, wie heißt es denn? Ah, das mit den lila Vulkanen brauchen wir, das Teil. Das ist am besten gewesen. Da liegt Lithium. Gib das. Oh, Sauerstoff. So. Jetzt mal kurz hier hoch. Hier ist auch noch über Lithium. Lithium brauchen wir nämlich wieder. Das ist perfekt. Wie gesagt, dann machen wir da vielleicht morgen oder so. Wie gesagt, denk mal, Callisto-Protokoll werden wir erst beenden, wenn ich das Spiel hier fertig habe. Weil das Spiel einfach viel zu geil ist. Und ich Bock hab. Ah, ihr kennt das. Uiuiui. Das ist ja eine wilde Höhle hier. Ganz wilde Höhle. Ja, da hast du mal die Chance auf Blei, weil kriegst du Titan. Fick dich, Spiel, Alter. Ein Blei. Bin gespannt, ob ich hier rauskomme, Chef. Da vergraustet mich gerade ein bisschen. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann flipp ich aus, ey. Hat das Höhlensystem hier auch ein Ende? Wäre echt cool. Also ein Slipkrautswert. Aber richtig. Hab nur noch 60 Luft. Oh, Chat, das sieht nicht gut aus. No, no, no. Rinnen. In der Ding. Das habe ich hier, wenn sie suchte, Teil. Tönen wir jetzt ein bisschen schneller durch den Anzug hoch? Oder kommt mir das nur so vor? So. Ja, und die Sache, die ich heute finden wollte, habe ich immer noch nicht gefunden. Hm, cool.
Ich glaube, das werde ich nie rausfinden ohne Hilfe. Habe ich so die Default. Ah, wir gucken mal. Wir gucken. Haltet so langsam erstmal zurück, dann räumen wir noch aus. Und dann gehen wir rüber. Ein Blei. Cool, dann können wir ja nächstes Mal das Ding gleich bauen. Geil. Ah, das ja mit dem gleich schon jetzt. Oh, schön. Ja, jetzt klappt das, wa? Fick dich, Spiel. Ohne Witz. Spiele mal so gemein sein müssen. So, geh mal zurück. Ich schaffe ja noch schnell den Reaktor zu stellen. Ich habe ja alle dafür schon zusammen. Dann würde das zeitlich ja passen. So 5 Minuten und dann gehen wir direkt 18 Uhr rüber. Hoppa. Aber ich denke ja, die Damen sind ja schon da. Dann können sie mir ja berichten, wenn es da losgeht. Wenn wir genau in den Just-Chatting-Bildschirm reingrätschen. Und wie gesagt, der Plastallbarren ist ja, liegt ja alle da. Müsste ich nur noch mal gucken nach der Dingens hier. Pinnen mir die mal kurz an. Ah, Glas. Okay. Ja, Glas ist hinten. Nicht so das Problem. Da ist er. Andocken, Kotzi. Na. Kriegen wir schon wieder nicht hin, junger Mann. Welcome aboard, Captain. Zwei Uran. Warte mal, wir haben jetzt 3 Blei bei. Und in der Schrank sind 3 Blei. 3 Glas. Kriegt 3 Glas zusammen. Jo. 1 Glas habe ich noch so. Dann brauche ich noch 6 Uran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist noch 1 Glas drin. Der Plastallbarren. Und das Ding. So. Glas. Und Glas. Und dann machen wir 3 Kernbatterien. So. Und dann stellen wir jetzt noch den Reaktor auf. Seht ihr, dann haben wir das nämlich auch. Ah, schade. Sind auch wieder keine dauerhaften. Schade, schade, schade. Die haben schon wieder Wasser gemacht, Chat. Wir werden nie wieder in unserem Leben mit 2 Filtermaschinen Wasserprobleme haben. Ohne Scherz. Das ist ja ultra wild. Heilige Scheiße. Die würde ich nochmal aber kurz dekonstruieren, weil ich die gerne auf die linke Seite stellen möchte. Achso, da ist was drin, ne? Ja. Kurz dekonstruieren. Ich will die nämlich auf die linke Seite stellen, dass man nicht jedes Mal, wenn man hochkommt, direkt diese Scheiße in die Fresse geschossen kriegt. Nervt mir nämlich ein bisschen. So, dann kommt man nämlich hier rein und dann ist erstmal alles schick. So. Genau, hier ist einer Ingenerator, dann dekonstruieren wir den jetzt hier. Also, ne? Wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht mehr. Let's go!
Oh, selbst da hat die Basis noch Probleme, wa? Dann müssten wir hinten links noch einen Energieverteiler aufstellen, glaube ich. Damit die Energie hier rüber verteilt wird. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. So, ich mach jetzt erstmal alle Dinger hier raus. Zack. Ja. Dann werden wir jetzt noch alle wegräumen. Leise Schubinchen, wie wir sind. Damit wir beim nächsten Mal auch vernünftig starten können. So. Chemische Anwendungen. Ach ja, genau. Das war ja das Dingens. Hier ist noch Salt. Und hier ist noch Kupfer. So, restlich weg. Kommt alles hier rein. Ja. Ja, weiß ich. Also ist doch noch im Startscreen, oder? Nur sag ich. Hm. Alles ausgeräumt habe ich. Weil ich will ja in den Just-Chatting-Bildschirm, weil ich nicht weiß, ob beim Startbildschirm auch den Alert drin hat. Alert! So, ich kick nochmal hier. Hier alles auch leer ist. Das kann auch noch raus. Ich glaube, wir haben alles leer gemacht. Safe. Wo schmeiß ich denn jetzt das Ding hin? Hm. Wie gesagt, ich glaube, die Dinger hier funktionieren irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Man kann es auf jeden Fall nicht berühren. Hm. Ich glaube, dadurch, dass hier die Decke drüber ist, hier das nämlich nicht. Warte mal, ich mach die mal kurz weg. Und stell die noch schnell auf. Drüben auf der anderen Seite, wo Sonne drüber ist. Interessiert mich. Würde ja nur Sinn machen. Weil, wie gesagt, du brauchst ja Sonneneinstrahlung. Die hast du ja hier eben nicht. Bei dem Raum hier drüben würde es aber gehen. Weil, guck mal. Da kommt ja die Sonne durch. Ach, hier müssen wir den Transmitter rufstellen. Ich bin auch doof, ne? Hier muss der Transmitter ja ruf. Hier sind meine Generatoren. Boah, das sieht natürlich bei dem Ding hier echt kacke aus, ne? Alright. Ja, jetzt wird's gerade Nacht. Fick dich, Spiel, das ist doch Absicht, ey. Hier muss der Transmitter rauf, guckt mal. Da muss einer hin. Und da einer, damit es über die ganze Dings hier. Alles klar. So, Chat. Aber. Sieht gut aus. Darum kümmern wir uns nächstes Mal. Aber ihr seht schon, geht aufwärts mit der Energie. Top. So, wir speichern.